Es geht wundervoll los, und zwar indem ich schon wieder sehe, eure beiden Bilder fehlen einfach. Aber jetzt sollten sie da sein. Warte mal. Also bei... Warum sind die nicht da? Es geht ja wirklich ausgezeichnet los, Kann man uns denn hören? Jetzt bist du da. Aber Daniel ist nicht da. Vielleicht muss man was sagen, um gehört zu werden. Nee, vorhin wurde auch alles angezeigt. Ich habe einen schwarzen Bildschirm habe ich. Und jetzt seid ihr wieder weg. Was ist da denn gerade los? Na, jetzt bin ich auch wieder weg. Verzeiht uns, Leute. Das ist natürlich keine Absicht. Heute war auch bei uns der technische Wurm drin, oder ist es immer noch? Deswegen sind wir leider auch ein bisschen später gestartet. Aber ihr hört uns schon mal. Das ist schon mal gut. Es ist auch relativ dunkel bei mir, also vielleicht ist es einfach. So. Ah, guck mal, aber ich glaube, ich bin immer jetzt zu sehen, wenn ich hier. Nee, ich hab's. Alles gut. Ich hab's. Ah, okay, das kann sein. So, jetzt seht ihr uns hoffentlich alle, also zumindest ich sehe euch alle. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und Verzeihung für diesen kleinen technischen Hiccup schon zu Beginn. Oh, ich bin auch ehrlich gesagt nicht so gut im Bild. Ich muss mich mal ein bisschen tiefer hinsetzen. Normalerweise sitze ich auch nicht so aufrecht. Ich sitze ja mal sehr geduckt in meiner dunklen Höhle, wie ihr seht. Und die anderen beiden sind so ein bisschen gut beleuchtet. Ja, herzlich willkommen auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Wir hoffen, ihr seid schon voller freudiger Erwartung, was wir euch heute alles vorstellen werden. Und ich stelle mal kurz die beiden Herren zu meiner Linken und zu meiner Linken vor. Sorry, ich bin ganz rechts außen. Und zwar, ich fange mal an mit dem Boss. Das ist Micha. Das ist der Programmleiter von Egmont Manga. Und kümmern sich bei uns um alles, was quasi Manga-Bosse so machen. Aber er kann sich ja vielleicht einfach mal kurz selbst vorstellen und ein paar Worte zu seiner eigenen Person sagen. Ja, sehr gerne mache ich das, Marco. Also ich bin Michael, der Egmont-Manga-Boss. Ich musste gerade nochmal nachrechnen, weil ich habe irgendwie aufgeschrieben, ich wäre erst 4 Jahre bei Egmont, aber ich bin, glaube ich, schon im 5. Jahr als jetzt Kopf dieser wilden Truppe, die sich der Egmont-Redaktion nennt. Boah, krass. Echt, wie die Zeit vergeht, ne, Kinder? Davor war ich 3 Jahre auch als Redakteur bei Egmont Manga tätig, habe so Serien wie Given betreut, das vielleicht der eine oder andere kennt, oder Bungo Stray Dogs. Davor war ich auch mal eine Zeit lang bei der Konkurrenz als Lektor tätig. Und ich bin jetzt heute hier, um ein bisschen über Daniels Projekt zu sprechen. Ich habe vorhin auch noch mal geguckt, wann ich das erste Mal irgendwie dazu eine Mail von Marco gekriegt habe. Das ist ja schon eine Weile her. Seitdem kommen auf jeden Fall aber ständig Mails zu dem Thema. Und ich habe mit Daniel auch jetzt schon ein paar Mal sprechen dürfen und bin auch ziemlich geflasht, was das Projekt angeht. Ich weiß ja schon ein bisschen mehr als ihr da draußen. Und bin gespannt auf den Stream heute. Freue mich darauf. Ja. Wie ist es so für dich im Internet? Magst du das? Ist das dein Ding? Ja, vorhin habe ich mich schon als totaler Twitch-Noob geoutet, weil ich irgendwie, was habe ich noch gesagt? Ach, wegen irgendwas mit den Usernames, aber das ist nicht so schlimm. Ja, hier bedankt sich übrigens auch schon der Erste im Chat, der sagt, danke Micha, dass Homunculus eine Neuauflage bekommt. Guck mal. Ja, bitte, gern geschehen. Und der junge Mann in der Mitte ist natürlich unser eigentlicher Star des Abends, unser Ehrengast, könnte man sagen. Das ist der gute Daniel, um den es heute primär gehen soll. Und mit Daniel arbeiten wir jetzt schon mehr oder weniger geheim. Natürlich haben wir es schon an der einen oder anderen Stelle angeteasert. Seit wirklich einigen Monaten, ich glaube, es ist auch schon länger als ein Jahr, oder? Ich habe überhaupt kein Zeitgefühl mehr. Arbeiten wir mit Daniel an einem sehr spektakulären Projekt. Und auch der Daniel darf sich natürlich kurz einmal vorstellen. Ja, hallo, ich bin der Daniel und ich zeichne seit jetzt 3 Jahren so ein bisschen als Vollzeit-Mangaka, aber das natürlich nicht mein ganzes Leben schon. Ich bin in Österreich aufgewachsen und seit 12 zeichne ich, bin jetzt 35 Jahre und habe auch mal dazwischen eine Grundschule für 6 Jahre, eine Hochgrundschule besucht und danach ging es eigentlich los, dass ich halt auf Animex meine Freundin kennengelernt habe und so dann quasi auch nach Deutschland gezogen bin. Und hier habe ich dann eine
Ausbildung als Lackierer angefangen, eigentlich so ein bisschen das Gegenteil von dem, was man sich vorstellt, wenn man halt Kunst studiert. Und aber halt so die letzten Jahre kam halt immer mehr so der Wunsch hervor, irgendwie einen Manga zu kreieren. Und ja, meine damalige Freundin ist jetzt mittlerweile halt auch meine Frau und seit 5 Jahren habe ich auch einen kleinen Sohn und das alles spielt so mit da rein, dass halt Joventore entstanden ist. Ja. Ja, du hast es schon angedeutet, du bist ein Zeichner. Also viele Leute, die haben ja jetzt vielleicht reingeschaltet und wissen noch gar nichts mit dem Begriff anzufangen. Juvantore, what the heck ist Juvantore? Juvantore ist das Werk, von dem Daniel gerade gesprochen hat, quasi sein, wenn man so will, nicht ganz Debüt, dazu kommen wir gleich, aber das doch ein erstes sehr langes Werk im Manga-Vollformat mit sehr, sehr vielen Seiten und wir haben da in den letzten Monaten dran gearbeitet und Daniel hat ja auch gerade schon angedeutet, dass das seit einigen Jahren ein Traum war und dass er auch vor allem schon sehr lange zeichnet. Das ist ganz nett übrigens, Daniel, weil das wären beides Fragen, die ich auf meiner Liste gehabt hätte, wenn du sie jetzt nicht selbst erwähnt hättest, hätte ich gesagt, Daniel, raus mit der Sprache, seit wann zeichnest du und warum vor allem? Wie hat Ja, das ich kann bei... es noch ein bisschen detaillierter erörtern. Ich habe es jetzt einfach so Nö, mal kurz das abgebrochen, ist aber total wenn. schön. Also ich habe dich ja auch gebeten, dich vorzustellen. Wie würdest du denn sagen, hat sich das bei dir so herauskristallisiert, dass du irgendwann gesagt hast, du bist ja wahrscheinlich nicht eines Morgens hochgeschreckt und hast gesagt, boah, ich hatte so Bock, einfach mit Marco von Egmont Manga einen Manga zu machen. Das wäre wirklich mein größter Wunsch. Das sagen sich, glaube ich, sehr wenig Leute. Und deswegen so ein bisschen die Frage, wie kam das? Weil es ist ja auch schon was sehr unrealistisch erscheint in Deutschland. Also wenn ich zum Beispiel an meine Schulzeit zurückdenke, ich war auch jemand, der sich immer sehr viel mit Zeichnen beschäftigt hat und gedacht hat, oh, ich werde, wenn ich groß bin, werde ich auf jeden Fall Mangaka. Das schaffe ich. So, aber wie ihr seht, ist leider nichts daraus geworden. Bei Daniel hingegen schon. Und ja, wie war das so bei dir? Ja, bei mir hat es eigentlich den Wunsch, dass ich einen eigenen Manga mache, hat es halt mit dem Manga-Lesen selbst angefangen. Und das eigentlich auch relativ spät. Also da war ich schon, ich glaube, 18 oder 19 ging es los. Und aber so richtig, dass ich bei einem Verlag oder so veröffentlichen wollte, das kam jetzt noch nicht in den Sinn. Aber eher so, das war so die Zeit von Animex. Animex ist ja jetzt immer noch groß, aber damals war halt irgendwie, da war jeder quasi, der irgendwie gezeichnet hat, war auf Absolut. Animex. Du konntest da Ja. auch deine Geschichten und alles hochladen und schon mal so ein bisschen ein Gespür kriegen, ja, was klappt und was kommt gut an, was gefällt einem selbst vom Zeichnen und wie kommt man damit so mit dem Ganzen klar. Und das hat sich natürlich dann so in den nächsten Jahren rausgearbeitet, aber halt quasi immer noch so still und heimlich selbst gezeichnet, weil ich halt für mich auch wusste, ja, okay, das ist einfach noch ein bisschen zu wenig für halt an einen Verlag zu gehen. Und ich wusste auch, ich hatte ja meine Vorbilder quasi vor mir, die Mangas, die ich gelesen habe, und da wollte ich hin. Und wenn ich halt mein Zeug angesehen habe, dann wusste ich, das ist noch nicht so weit und das dauert einfach noch ein bisschen. Okay, sehr Und ich. reflektiert auf jeden Fall. Darf ich da kurz einhaken, weil das wollte ich eigentlich vorhin schon am Anfang sagen, aber jetzt kam es so ein bisschen raus bei dem, was du erzählt hast, dass du jetzt relativ lange auch gewartet hast, bis da ein Verlag angetreten bist vielleicht. Das merkt man dem auch an. Also du bist einfach auf so einem krass hohen Level gewesen, weil ich meine, wir kriegen ja echt viele, viele Bewerbungen und natürlich ist da auch alles Mögliche dabei, vom Anfänger bis zu Sachen, wo wir sagen, das würden wir veröffentlichen. Und ich weiß noch, dass bei deinem von Anfang an wirklich irgendwie ziemlich viele Leute bei uns ganz schön überrascht waren von der Qualität, die dahinter steckt. Und Auf jeden Fall. ja. Also man Aber ich muss. weiß noch, ich glaube, eine Sache noch, aber die erste Mail auch, die du geschrieben hattest, Marco, dazu war irgendwie, ja, hier dieser Nachwuchskünstler irgendwie für, So das habe ich ging es ja bestimmt darum. nicht gesagt. Ich habe dieser voll erfahrene Megakünstler, habe ich bestimmt geschrieben. Ja, das war halt das Witzige, weil das Ja. ist dann gerade so eine Diskrepanz zu dem, was dann dahinter steckt. Da kam ich dachte, boah, fuck, der hat doch bestimmt schon irgendwo was gemacht, und dann musst du ja erst Ja. mal gucken, aber hattest du ja noch nicht. Und Genau, ja. umso glücklicher, dass du dann irgendwie bei uns
Jetzt mach's. Ja, wir haben tatsächlich auch erst geguckt, ja, der Daniel, der hat doch bestimmt schon irgendwo was veröffentlicht. Aber nein, hatte er tatsächlich nicht. Und da kommen wir auch schon zum quasi Punkt unseres Kennenlernens. Ich würde jetzt einfach mal direkt, es kann übrigens sein, dass ich gleich noch mal kurz die Bilder reinswitchen muss. Aber kommen wir mal ganz kurz zu Oventroya Love Story. Das, oh nein, die Bilder sind da, wundervoll. Worüber wir uns kennengelernt haben. Das hat jemand von euch vielleicht auch schon zu Hause, der, die, ein oder andere. Und das war ein ja, Teil unseres Projektes, die Egmont Shorts, 32-seitige Kurzgeschichten, die wir letztes oder vorletztes, ich habe überhaupt, ich tut mir so leid, ich habe kein Zeitgefühl mehr, ich glaube schon vorletztes Jahr veröffentlicht haben. Und da haben wir zusammen mit Nachwuchskünstlern und Künstlerinnen Kurzgeschichten erarbeitet, insgesamt 3 Stück, weil ganz oft ist es so, dass deutsche Zeichner und Zeichnerinnen einfach Mangaka werden wollen, aber vielleicht noch nicht in der Lage sind, mit 192 oder mehr Seiten oder vielleicht, weiß ich nicht, 10-bändigen Reihen zu arbeiten und auch so ein bisschen den Beruf Mangaka überschätzen. Also wie viel Dedication, wie viel Hingabe, wie viel Aufwand erfordert das? Und wir dachten uns, es wäre doch bestimmt mega cool, wenn wir den Leuten ermöglichen könnten, dass die einfach erstmal mit so einem Kurzprojekt bei uns anfangen. Und dann haben wir gesagt, wir suchen uns da vielversprechende Kandidaten und Kandidatinnen aus. Und Daniel war einer davon und hat bei uns die 32-seitige Kurzgeschichte Oventroya Love Story veröffentlicht. Und das war auch die Geschichte, kann ich direkt mal spoilern. Ihr seht auch schon, also das zeichnerische Level ist eigentlich nicht Nachwuchszeichner, so wie ich das mal in der Mail anscheinend geschrieben hatte. Also es sieht sehr abgespaced aus, gar keine Frage. Aber Daniel hat sich auf jeden Fall mit dieser Geschichte ursprünglich auf der Leipziger Buchmesse mal bei mir beworben. Daran erinnere ich mich noch sehr gut an dieses Gespräch. Und ich musste mich auch sehr zusammenreißen, um nicht komplett auszulasten, weil ich mir dachte, wow, was ist das denn? Wie kann denn jemand so zeichnen? Das hat er doch bestimmt alles gegoogelt, runtergeladen und seinen Namen drunter geschrieben. Aber nein, es ist ein Werk aus Daniels Feder. Und Daniel, möchtest du vielleicht einfach kurz 1-2 Sätze zu Oventroya Love Story sagen? Was ist das für eine Geschichte? Ja, Oventroya Love Story war so ein bisschen quasi der Selbsttest an mich, ob ich quasi gut genug bin und mir das in 2-3 Jahren dann immer noch gut gefällt. Mhm. Das war jetzt nicht so der super Anspruch an jetzt eine lange, komplexe Story zu schreiben, sondern eher um das Artwork zu testen. Mhm. Und man muss dazu sagen, dass Oventroya Love Story, das habe ich vor 9, ja fast 10 Jahren mittlerweile gemacht. Also das ist schon ganz schön ein Weilchen zurück. Mhm. Und ich hatte das auf der Leipziger Buchmesse, wo ich mich eben halt beworben habe, mit dem größeren Projekt quasi dabei, um halt zu zeigen, ja, okay, so könnte das aussehen oder ich habe zumindest schon mal was abgeschlossen. Mhm. Und dann war das halt quasi so wie ein glücklicher Zufall, dass das halt dann trotzdem auch noch eine Chance bekommen hat, irgendwie veröffentlicht zu werden. Also damit habe ich ja noch gar nicht gerechnet, mhm, weil ich eben halt nach dieser Vorstellung bei euch irgendwie ein halbes Jahr, glaube ich, oder so danach eine Mail gekriegt habe, ey, wir planen da die Egmont Shorts und da würde das super gut reinpassen und so hat das halt, ja, den Weg in die Öffentlichkeit gefunden. Mhm. Ja, cool. Also, wie gesagt, wir waren auf jeden Fall sehr begeistert und für uns war dann auf jeden Fall klar, dass du ein definitiver Kandidat bist, den wir dafür anfragen müssen. Ganz kurz als Unterbrechung, weil ich schon die ein oder andere Frage im Chat gelesen habe. Die ein oder andere Frage bezieht sich sicher auch darauf, was hier gerade wirklich auf der Slide zu sehen ist, aber ich spoiler schon mal so viel. Wir haben am Ende dieses Streams auf jeden Fall, je nachdem, wie lange wir brauchen bis dahin, Zeit für Fragen. Das heißt, wir haben so eine kleine Q&A-Session am Ende noch. Das heißt, spart euch bis dahin sehr gerne Fragen auf. Ich habe aber hier auch gerade gelesen, jemand möchte wissen, kriegt man die Egmont Shorts denn noch? Das ist ja eine Frage, die muss jetzt, finde ich, nicht bis zum Ende warten. Die kann man auch hier mal so zwischenschieben. Ich glaube, und Micha kann mich da gerne korrigieren, dass die gedruckte Version der Egmont Shorts mittlerweile nicht mehr erhältlich ist. Die war nämlich auch kostenlos und dementsprechend beliebt. Also relativ schnell weg. Aber ihr findet zum Beispiel auf unserer Website, findet ihr die noch digital. Also ihr könnt die als E-Book immer noch auf unserer Website lesen oder downloaden. Das heißt, ihr kommt auf jeden Fall noch in den Genuss dieser Geschichte. So viel kann man sagen.
Ja, also nicht korrigieren, ist richtig. Wir werden wahrscheinlich vielleicht eine Sache noch dazu, wahrscheinlich auch ein paar Exemplare noch in Leipzig dabei haben. Also wer da auf der Buchmesse ist dieses Jahr, das ist ja Ende April, genau, der Ah ja, okay. kann auch noch vielleicht ein Exemplar bei uns abgreifen. Ja, cool. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Gut, dass wir dich dabei haben. Ja, sehr gerne, Adron. Dafür sind wir ja da. Dann wollen wir aber kurz nachdem wir dieses Projekt vorgestellt, aber auch ja schon abgeschlossen haben, wollen wir uns natürlich dem Thema widmen, weswegen wir heute eigentlich hier sind. Wir wollten nur noch mal so eine kurze Einführung liefern, denn wir wollen ja über Jovantore sprechen. Und über Jovantore gibt es schon mal so viel zu sagen, dass es noch mal ein ganzes Level über Oventroya Love Story steht. Und das sage ich jetzt nicht, um Oventroya Love Story zu trashen. Daniel, du weißt natürlich, wie das gemeint ist. Ich bin großer Fan beider Geschichten, aber man muss einfach noch mal sagen, es ist insane, wie du dich weiterentwickelt hast. Also es ist, oh, Verzeihung übrigens. Ihr hört ihr gerade meine Sounds? Das wäre peinlich. Wir haben nämlich Bisschen. gerade, nee, ich meinte auch im Stream, glaube ich, hört man die. Ey Leute, wir sind alle super krasse Laien. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Und naja, auf jeden Fall. Entschuldigung. Ja, jetzt wisst ihr natürlich auch, dass ich schon mal eine WhatsApp-Nachricht bekommen habe. Ja, ich bin ganz schön beliebt. Das sind zwei WhatsApp-Nachrichten. Ich bin ein Mann von Welt. Zurück zu Jovantore. Ihr seht es hier am Cover. Ich finde schon, das Cover suggeriert, dass es hier zeichnerisch noch mal eine ganze Schippe nach oben ging. Und vorläufiges Cover steht hier drunter, weil wir uns noch nicht ganz sicher sind, was das finale Layout angehen wird. Aber schon mal so viel vorab: Das wird auf jeden Fall die finale Cover-Illustration sein. Das darf man an dieser Stelle, glaube ich, schon sagen. Und ja, Daniel, stell dir jetzt einfach mal vor, ich bin ein Typ in einem Buchladen und du siehst mich gerade, ich greife so Jovantore aus dem Regal und ich meine, wir wissen, glaube ich, noch gar nicht, ob wir es einschweißen werden. Es ist auf jeden Fall nicht ganz einfache Kost. Ich glaube, das sieht man auch schon am Cover, dass das ein bisschen ja zur Sache geht in Sachen Düsternis und vielleicht auch Gewalt und wer weiß. Und ich habe so dieses Buch in der Hand, Daniel, und ich frage mich so, ach, was ist das denn? Sollte ich das kaufen? Um was geht es da wohl? Und stell dir vor, du wärst einfach ein sehr extrovertierter Typ und würdest mich anlabern und sagen: Ja, Marco, dieses Buch, das ist auf jeden Fall der nächste heiße Scheiß, weil. Und dann würdest du mir erklären, warum. Weil ganz genau das, was auf dem Cover ist, das erwartet dich auch im Manga drin. Also diese Cover-Illustration, die sagt eigentlich schon mehr aus, als so ein Klappentext machen kann. Und na klar ist das Cover spoilerfrei, aber dich erwartet ganz genau das, eine düstere, mysteriöse Welt, wo halt alles passieren kann. Und ja. Genauso, also die Illustration, die oben vorne drauf ist am Cover, so sieht auch quasi der Inhalt aus. Also die Seiten sind dann nicht irgendwie minder detailliert oder halt ja anders. Also es ist quasi vorne ist drauf, was drin ist. Und ich glaube, das ist dann schon was wert. Auf jeden Fall. Also, ich meine, ich kam ja jetzt schon mehrfach in den Genuss, so viel kann ich ja auch spoilern, diese komplette Geschichte zu lesen und textlich zu bearbeiten. Und ja, also ich bin immer wieder erstaunt, dass jede Seite einfach aussieht wie so ein ultimatives Kunstwerk. Also man könnte wirklich alles davon, du könntest jede einzelne Seite rausreißen, soll man natürlich nicht tun, Vorsicht, und die einfach rahmen und an die fucking Wand hängen, weil es einfach so gut aussieht. Ich möchte allerdings auch direkt noch dazu betonen und vor allem auch mal eine Lanze für den Backcover-Text brechen, ja. Also Backcover-Texte voll wichtig und bei uns immer mega gut geschrieben. Aber natürlich hat diese Story nicht nur visuell was zu bieten. Also die sieht jetzt nicht nur gut aus, sondern die ist natürlich auch inhaltlich schon eine sehr einzigartige Geschichte, die vor allem auch ja, fast ein bisschen surreal und ja, kryptisch und mysteriös daherkommt. Und ich finde, das ist, also ich persönlich finde, das ist so krass, wie du das schon mit dem Cover irgendwie ausgedrückt hast. Und man muss vielleicht auch sagen, so viel kann man vielleicht verraten. Es wird eine Cover-Illustration sein, die einmal komplett rumgeht. Ihr habt jetzt die Rückseite und den Buchrücken logischerweise noch nicht gesehen, weil das ist hier natürlich nur das Cover, was ihr gerade erkennt. Aber das ist eine Illustration, die komplett rumgeht.
Und ich finde, wenn du dieses Buch schon einmal anguckst, so auf alle Seiten drehst, siehst du schon richtig, so, ey, da, ich glaube, da hat jemand eine richtig krasse Welt geschaffen. Ich glaube, da hat jemand irgendwie sich richtig, richtig viel bei seinen Designs gedacht und möchte einfach irgendwie eine ganz besondere und ganz bestimmte Story erzählen. Ich finde, das ist genau das, was am Anfang mich so beeindruckt hat, auch an der Geschichte, dass du einerseits, das sieht man auch ein bisschen auf der Cover-Elo hier, aber du machst gleich schon so eine epische, riesige Welt auf. Und man hat aber nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie overblown ist oder dass das jetzt nur irgendwie viel ist, was dann am Ende nicht halten kann, was verspricht, sondern man sieht ja schon allein an dieser ersten Elo, wie krass du die Details ausarbeitest. Und das merkt man, finde ich, auch beim Worldbuilding dann nachher in der Geschichte. Also ein bisschen schwierig jetzt was zu erzählen, ohne zu viel zu spoilern, aber ich finde, man merkt von Anfang an, dass da einmal sehr viel in den Hintergrund reingeflossen ist, an Gedanken von dir, in jeden Strich. Und ja, man hat ja das Gefühl, man taucht in diese riesige, wirklich gut ausgearbeitete Welt ein. Und das war eine der Sachen, die mich mega geflasht haben von Anfang an. Ja, das kann man, glaube ich, genauso unterschreiben. Genauso unterschreiben möchte ich, was Superior Fabi in den Chat geschrieben hat. Heiße Babes und harte Knochen. Das wird natürlich der Untertitel von Jovan Tore sein. Daniel lacht schon verlegen so, oh Gott, bitte nicht. Erzähl doch Marco nicht so einen Quatsch. Der macht das am Ende noch. Nein, keine Sorge. Wir möchten auch gerade das natürlich noch mal als Betonung. Wir möchten wirklich auch dem Artwork so viel Raum geben, wie es braucht. Also wir möchten zum Beispiel das Layout so minimal wie möglich halten. Also klar, das Logo ist jetzt sehr mächtig, aber ich finde, das passt auch gut dazu, so ein mächtiges Logo. Aber der Autorname, unser Logo, so alles relativ klein und nicht irgendwie großartig noch ein Störer drauf, so von wegen, ja, der heiße neue Band von Daniel Eichinger, kauft ihn jetzt oder sonst irgendwas, sondern nein, wirklich nur, du sollst das Buch in die Hand nehmen und dir denken, okay, wow, hier habe ich was ganz Besonderes. Und ich finde, das ist auf jeden Fall, wenn es auch nur ein vorläufiges Cover ist, schon mal gelungen. Aber wir wollen uns jetzt auch nicht so mega lange nur am Cover aufhängen. Wir wollen ja auch noch ein bisschen weitergehen und ein bisschen über die Details heute von Jovan Tore sprechen. Aber ihr seht schon, es ist schwer, nicht ins Schwärmen zu geraten. Ich glaube, Daniel, das spoilere ich auch mal, Daniel musste sich, glaube ich, auch schon damit rumschlagen, dass ich bei jedem unserer Telefonate und Gespräche immer nur sage, ja, das ist, oh mein Gott, das ist alles voll geil. Und ja, das ist auch geil. Und mit der Elu müssen wir auch was Cooles machen. Und ey, Daniel, das gibt's gar nicht. Oh, das kann man unmöglich nicht machen. So, und war immer nur so ein mega Fanboy. Ich hoffe, es ist trotzdem so halbwegs seriös rübergekommen. Wir gehen mal eine Slide weiter und zeigen euch ein paar der ersten Skizzen, die so im Zusammenhang von Jovan Tore entstanden sind, beziehungsweise ein paar Ansichten. Skizzen kann man das ja nicht mehr wirklich nennen. Daniel, du hattest mir diese Fotos irgendwann mal zugeschickt. Also, das sind keine Panels aus Jovan Tore selbst, sondern das sind quasi drumherum Artworks. Und wie sind die so entstanden? Sind die beispielsweise vor Jovan Tore entstanden und waren das zum Beispiel Original Characters, wo du gesagt hast, ich will eine Story zu machen? Oder waren das schon Skizzen in Anführungszeichen, die du angefertigt hast, nachdem du diese Story ausgearbeitet hattest? Also da war der ganze Plan, wie ich diese Bilder gemacht habe, noch sehr vage. Mhm. Ich wusste schon ungefähr, in welche Richtung es gehen soll vom Genre, vom Setting ungefähr, weil da kommen auch schon ein bisschen so vielleicht Szenen oder vor, die ich schon mir gut vorstellen könnte. Aber es war noch alles wirklich nicht fix. Und der zweite Teil ist, warum ich halt diese Illus gemacht habe, ist, dass ich auch ein bisschen testen konnte, ja, Material testen, was eignet sich am besten dafür. Ich habe da auch noch im Sinn, damals irgendwie mit Grautöne oder halt irgendwie Raster oder so zu arbeiten, was ja dann sich auch im Laufe noch ganz verändert hat. Und das sieht man jetzt auch bei den Illus noch ein bisschen. Da habe ich einmal mit Bleistift ein bisschen gearbeitet. Ich muss immer so ein bisschen hochgucken, dass ich überhaupt sehe, was hier abgeht. Ach so, ja, Entschuldigung, natürlich, ja. Auch rein nur Tuschezeichnungen, also wirklich harte Schatten und ob das funktionieren könnte. Und da ist eigentlich so eine Mischung rausgekommen, was man dann auch später sehen wird. Aber ja, das war so die Phase, wo ich mich so langsam rangetastet hat, weil was natürlich
schon ein bisschen heftig war, dass ich quasi davor hatte ich nicht so viel gezeichnet und schon gar kein Manga. Und wie gesagt, dieser letzte kurze Manga, der ist halt schon 9 Jahre her gewesen. Und also bin ich da so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen, um das so ein bisschen aufzufangen, habe ich halt eben dann ja ein kleines Büchlein mit Illus gemacht und halt auch die Charaktere so langsam rausgearbeitet und mich auch so an der Story dann immer mehr festgelegt, wohin es gehen soll. Und ja, also die Welt ist auf jeden Fall das Erste, was entstanden ist und was ich am detailliertesten geplant habe, sagen wir so, ja. Das ist gut, dass du das genauso erwähnst, denn wir wollen uns natürlich auch ein bisschen mit dem Entstehungsprozess von Juvantore befassen. Und hier sehen wir jetzt tatsächlich zwei Ansichten deines geheimen Geheimbuches, nenne ich es einfach mal. Übrigens finde ich es auch schön, die Leute rasten schon aus dem Chat, weil sie deine Zeichnungen so gut finden. Leute, wartet mal ab, bis ihr die tatsächlichen Innenseiten seht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass diese Skizzen, ich weiß, es sind keine Skizzen, schlecht aussahen, aber ja, also wartet einfach mal ein bisschen, gleich kommen wir noch zu den Innenseiten und dann geht's richtig los, Freunde. Aber bevor wir zu den Innenseiten kommen, hier sehen wir jetzt mal tatsächlich, wie Daniel Jovantore geplant hat und wie das alles so ein bisschen entstanden ist. Was kannst du denn so ein bisschen zu, ja genau, diesem gedanklichen und auch zeichnerischen, schöpferischen Prozess so sagen? Genau, das, was man jetzt sieht, ist mehr so dieses Storyboard, wie ich halt die Geschichte plane. Und die ist halt weitaus komplexer halt wie diese Love Story. Aber das Erste ist, was ich mache, ist eigentlich halt die komplette Story, wie ich es mir halt so zusammengedacht habe, erstmal in Stichworte runterzuschreiben und direkt so ein bisschen daneben, wie viele Seiten ich in etwa dafür einplane, dass man so an einer Seite sieht ungefähr, wie groß wird dieses Ding überhaupt und wo muss ich noch ein bisschen was einfügen oder schieben oder ja, wie ist der Spannungsaufbau und ist das Ganze irgendwie interessant zu lesen? Und das passiert hier quasi auf der ersten Seite. Das sieht man hier in der Mitte oben, wo ich alles so Schritt für Schritt ein bisschen aufschreibe, die Handlung und das dann auch in Kapitel unterteile. Und der nächste Schritt, wenn das einigermaßen passt oder ich zufrieden bin, dann mache ich mich an die ganz kleinen Miniskizzen. Und das funktioniert wieder ähnlich. Je kleiner diese Miniskizzen sind, desto besser habe ich quasi den Überblick. Und dann wird dieses Ding irgendwie runder. Also wenn ich jetzt direkt anfangen würde, auf groß zu zeichnen, dann würde ich da auch komplett den Überblick verlieren und dafür ist halt die Geschichte dann doch irgendwie zu komplex, dass man das so frei raus runterzeichnen kann, wie eben bei Oventroya Love Story. Da ging das noch. Also da habe ich einfach ohne Skizze einfach drauf losgezeichnet. Und hier, das ist dann schon eine ganz andere Nummer. Und ja, da musste ich schon sehr viel mehr planen. Sag mal, kann ich kurz dazwischen fragen? Ja, Bist du bitte. an diesem Punkt, wo du diese Zeichnung machst, Daniel, besprichst du dich da schon mit anderen Leuten oder ist das was, was du wirklich mit dir ausmachst, oder wie du den Spannungsaufbau findest, oder ist das schon was, wo du Feedback holst? Ja, das ist der schwierige Teil, weil das muss ich quasi mit mir ein bisschen klären, weil ich schon die Bilder so ein bisschen und die Szenen im Kopf habe. Weil wenn ich wem anderen das zeige und der sagt, ja, okay, das sieht eigentlich nach nichts aus, aber ich weiß halt schon ungefähr, wie das wirkt, wenn es dann fertig ist. Und das ist dann quasi auch, das spielt dann noch mit rein, also zu der Handlung. Weil wenn ich jetzt diese ganze Handlung quasi auf zwei Seiten runterschreibe, dann ist das okay, aber vielleicht noch nicht so ein überzeugendes Argument, das zu zeichnen und zu machen. Erst halt in der Kombination mit dem Gezeichneten versteht man, was überhaupt dann das Besondere daran ist. Und ja, und das kann man schwer erklären, wenn man es halt noch nicht so gesehen hat. Naja, klar, nee, das macht schon Sinn, dass dann bei dir im Kopf halt natürlich noch viel mehr ist als das, was du vielleicht nur hingeschrieben hast. Und eine Sache noch, das hast du vorhin, so ist zwar schon eine Weile her, am Anfang des Streams schon gesagt, aber das ist so deine Einstellung, dass du rangehst an die Geschichten, dass du etwas schaffen willst, wo du dann auch in ein paar Jahren noch mit zufrieden bist. Ne? Das hast du vorhin, glaube ich, über Oventroya, nicht über Genau, ja. Jovantore gesagt, aber. Ja, okay. Ja, das ist echt eine schlaue Herangehensweise auf jeden Fall, weil das,
Generell kann man das zu, das sehen wir auch oft, wenn wir Projekte eingereicht bekommen, dass natürlich sich im Laufe der Zeit auch ein Zeichenstil verändert und aber auch das, was man gut findet, vielleicht am Storytelling oder die Themen, die man, über die man schreiben will. Und das kann so ein Projekt auch manchmal sprengen zwischendrin. Das ist mir schon ein paar Mal passiert, mit anderen Künstlern, dass dann, ja, weil einfach die Person sich so sehr verändert hat, dass sie dann nicht mehr zufrieden war mit dem, was sie am Anfang gemacht hatten. Und gerade deswegen ist es, weil so ein Manga-Projekt dauert ja auch lange, bis man es fertig hat, echt ganz, ganz clever, da so ranzugehen von Anfang an. Wollte ich noch kurz dazu Ich finde loswerden. auch, was X-Mad, auf jeden Fall im Chat geschrieben hat, das ist sehr, sehr richtig. Er schrieb, oder sie schrieb, man sieht anhand der beiden Fotos, Daniel meint es wirklich voll ernst. Ja, ich finde auch, also sieht so wahnsinnig professionell aus, als mir Daniel das irgendwann gezeigt hat. Also erstmal ist es natürlich für einen Außenstehenden mega schwer nachzuvollziehen. So, weil du erkennst natürlich gar nicht, also ich erkenne ja nicht in diesen Zeichnungen, was Daniel in diesen Zeichnungen erkennt. Und ich erkenne auch in seinen, da oben rechts sehen wir es in kleiner, in seinen geschriebenen Wörtern erkenne ich auch nicht, was Daniel in seinen geschriebenen Wörtern erkennt. Und dann sitze ich davor und denke mir so, oh krass, Alter, wie professionell die hier alles durchplant und dann hier 20 Pfeile in das eine Panel rein und da muss das und da muss das. Und du denkst dir so, wow, also wie professionell soll's sein? Ja, ich war sehr, sehr beeindruckt auf jeden Fall von diesem Entstehungsprozess. Deswegen wollte ich auch diese beiden Bilder unbedingt mit reinnehmen, weil ich glaube, das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Wenn ich an meine eigenen Manga-Zeichner-Ambitionen zurückdenke, sorry, also das war nicht, also ich glaube, meine fertigen Bilder sahen nicht so gut aus wie diese Skizzen hier. Naja, das nur so am Rande. Aber so war auch echt, also viele Gespräche. Ich meine, Marco hat jetzt mit Daniel viel zu zweit gearbeitet, und dann natürlich noch mehr alleine. Aber wenn ich dann mal dabei war, fand ich, waren unsere Gespräche auch echt oft so, dass wir, Marco und ich, einfach so kleine Fanboys sind von diesem Manga. Und manchmal habe ich gedacht, ja, wir haben jetzt gar nicht, also wir können gar nicht mehr so viel kritisieren. Und wir sollten vielleicht auch mal was kritisieren, aber dann, ja, fiel mir halt auch nichts ein, was ich. Also ich muss sagen, zu meiner Verteidigung, ein paar Sachen habe ich kritisiert und Daniel hat ja auch Zu tatsächlich Recht, ein zu paar Recht. Panels umgezeichnet und ein Ja, paar Seiten klar. dazu und so. Aber ich sage auch so, ich hatte jedes Mal ein schlechtes Gewissen, weil ich mir denke, was willst du dem denn reinreden? Naja, gut, wir gehen mal eine Slide weiter, weil wir wollen uns ja auch ein bisschen über die Welt jetzt mal final unterhalten, in der das spielt. Wir fragen uns ja vielleicht alle die ganze Zeit, was verbirgt sich denn hinter dem Namen Jovantore? Was ist das denn alles? Was haben wir denn für eine Geschichte zu erwarten? Was für ein Genre überhaupt? Also, ich glaube, ihr habt noch sehr viele Fragezeichen über euren Köpfen. Und auch hier würde ich natürlich versuchen, so wenig wie möglich zu spoilern, aber trotzdem so ein bisschen diese Welt ja einzufangen in ein paar Worten, Wörtern. Und wir sehen hier jetzt zum Beispiel schon mal das vorweggenommen. Ich habe zwei Slides, denn diese Welt wird sich in eine Schere aufteilen, die in zwei sehr unterschiedliche Richtungen geht. Und wir sehen hier die erste Richtung. Ich würde sagen, Cyberpunk-Dystopie, oder wie würdest du es beschreiben, Daniel? Ja, genau so. Also ich bin ein Riesenfan von Akira und Blade Runner und so und deswegen, das geht schon in alles so in diese Richtung. Und also Sci-Fi wird dann zwar nicht als Genre draufstehen, aber es ist halt schon ein großer Teil auch von der Geschichte und es fängt halt auch in dem Teil an und da ist halt auch, also das habe ich genauso entworfen, diese Welt, wie halt dann auch diese andere, die man dann auch noch ein bisschen erläutern, wie die aussieht. Aber beide Welten sind halt sehr, ja, düster und dunkel, dystopisch und ja, trotzdem mysteriös. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja. Düster sind sie nämlich beide und dystopisch auch. Und ich finde, also wir werden gleich die zweite, so ein bisschen ein paar Beispielbilder dieser anderen Welt sehen. Und ich finde trotzdem, Daniel hat es irgendwie geschafft, das alles auf eine ganz faszinierende Weise miteinander zu kombinieren, ohne dass es sich irgendwie unpassend anfühlt. Also das fand ich so einen krassen und beeindruckenden Spagat, weil wir sehen hier ja, ich weiß nicht,
so vielleicht von ein paar von euch Masamune Shirow, hier so Ghost in the Shell und so gelesen. Also wenn man sich das linke anschaut, da sitzt ja, vielleicht erkennt man es gar nicht, je nachdem, ob ihr das hier am Handy oder am Tablet guckt oder so, aber links oben sehen wir einen Typ in einem Cockpit und dann feuert der hier was aus dem Luftschiff ab und wir sehen Hochhäuser und man denkt ja sofort so, wow, das ist hier klassischer Cyberpunk oder hier ist so ein seltsamer Blechmann mit einer Knarre und die Dame, die wir nur ganz leicht am rechten Rand sehen, die auch ja, mit ihrem entblößten Dekolleté und der coolen Sonnenbrille auch so einen leicht futuristischen Vibe abgibt. Das hat für mich alles so richtig schöne, naja, wie du auch gerade schon von deinen Inspirationen gesprochen hast, das hatte so diese Blade Runner, Akira und eben Ghost in the Shell Vibes. Im krassen Kontrast dazu, finde ich, stehen dann solche Szenen wie diese hier, wo wir, ja, ich will jetzt nicht sagen, komplett Fantasy abdriften, aber wir sehen hier, es geht so ein großes Tor auf, das mit so gotischen Elementen verziert ist. Da sind kaputte, ja, Holzhäuser, hier wird über Ziegeldächer gerannt und gesprungen, große Planeten zeichnen sich im Hintergrund ab. Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen? Ja, das ist so die zweite Richtung und die größte Richtung, in die Jovantore geht. Und das ist halt, ich habe heute nochmal geguckt, es passt perfekt, dass heute fast Vollmond ist. Mond spielt auch eine große Rolle in der Welt. Und ja, das geht dann mehr so in diese Gothic-Steampunk-Richtung. Mhm. Und deswegen wird halt auch als Genre dann Fantasy, also wir hat's im Buchladen dann unter Kategorie Fantasy finden und da müsste man dann eigentlich noch dieses Dark davor hängen, also Dark Fantasy wird es werden. Und das ist halt wirklich Dark Fantasy pur, also in die Richtung ist halt auch alles abgestimmt, da ist dann auch, deswegen versteht man jetzt auch, warum jetzt alles so düster gezeichnet ist und so gritty. Weil mich hat das halt damals auch so fasziniert, wie zum Beispiel das Spiel Bloodborne oder so und daher weht der Wind quasi und die Inspiration und ich wollte irgendwie sowas Ähnliches kreieren, also vergleichen kann man sowieso nicht, aber so diese Stimmung, also diese Stimmung schwingt überall mit, dass da halt ein sehr düsterer Ort ist und ja, da müssen die Charaktere quasi durch. Das ist dir auf jeden Fall auch mega gut gelungen, das so umzusetzen, weil, und ich weiß, es ist immer auch ein bisschen eine freche Frage, weil zu behaupten, ja, das erinnert mich ja voll an Bloodborne oder an Dark Souls oder an sonst irgendwas, das verunglimpft ja oft den Künstler auch ein bisschen, weil du dir denkst, so, ja, aber der hat ja auch seine eigene Idee geschaffen, stell das doch nicht auf eine Stufe mit einem bereits existierenden Werk und mach sein Werk dadurch kleiner. Aber ich finde es immer interessant, dass man zumindest dann Inspirationen zumindest erkennen kann und das auch quasi ja, aussprechen darf, so, weil ich finde natürlich, und da plaudere ich jetzt aus dem Nähkästchen als großer Soulsborne-Fan, also ich hatte beim Lesen deines Titels, hatte ich so krasse Soulsborne-Vibes, aber im positiven Sinne und auch nicht so von wegen, oh, jetzt hat er halt so eine Bloodborne-Geschichte gezeichnet oder so, sondern es war schon was völlig Eigenes, aber es war so quasi so düster und auch teilweise kryptisch und so, dass ich sofort diesen Vibe hatte. Und als Fan, glaube ich, von dieser Art von Spiel war ich halt so hooked und zwar sofort. Ich war so, Alter, wie krass man das einfangen kann, auch in so einer Bildgeschichte. Also ich habe da wirklich, ja, quasi mit offener Kinnlade gesessen. Und also würdest du auch sagen, so, dass jetzt vielleicht dann auch natürlich so Werke wie Berserk von Kentaro Miura und so oder auch eben die Souls-Spiele prägende Einflüsse waren, die so Jovantore schon mitgeformt haben? Ich würde eher sagen wir, also ich habe mich hauptsächlich von den Computerspielen inspirieren lassen. Mhm. Ich hatte davor eigentlich, also vor Jovantore, immer andere Pläne, dass das so mehr in Richtung Battle Angel Alita, Schrottstadt und so geht. Und mhm, das ist auch so ein bisschen noch übrig geblieben. Das sieht man in dieser Cyberpunk-Welt. Mhm. Aber seitdem ich halt Dark Souls gespielt habe,
Und da hat mich eben auch diese Welt, dieses Erkunden, dieses Interessante, was ist dort, was ist da interessiert und kann ich dieses irgendwie auch aufs Manga, auf Manga-Format übertragen, das hat mich am meisten gereizt und vor allem, und jetzt kommt's halt, das ist halt die Art des Storytellings. Dark Souls macht das im Hintergrund. Also du hast so einen Handlungsstrang, den kriegt jeder mit, aber alles, was so im Hintergrund passiert, das muss man sich so ein bisschen zusammensaugen und es gibt überall Geheimnisse, die rumliegen und die man lüften kann. Und genauso wird das auch in Juvantore sein. Also unausgesprochene Sachen und die nur irgendwie gezeigt werden. Und wenn man da drauf kommt und so ein bisschen hin und her blättert, dann entdeckt man vielleicht so das ein oder andere Geheimnis, was halt quasi nicht so dir ins Gesicht geklatscht wird, quasi, ja, so hier. So ist das, sondern da muss man auch selber ein bisschen mitdenken und sich das erarbeiten. Also ich mochte Und das dann. super gerne übrigens. Du sagst das jetzt so ein bisschen fast herabwertend, so, aber das ist perfekt. Also ich mochte das so gerne, weil man dadurch auch die Motivation hat, das so oft zu lesen. Aber es Das war war auch auch eine eine der der ersten. ersten. Oh, sorry. Entschuldigung, ja. Man kann sich eigentlich bei allem so denken, ja, da steckt ein Grund dahinter, auch wenn man es nicht so ganz versteht, aber es ist durchdacht und es hat alles so seinen Grund, warum es so ist. Und was ich noch sagen wollte zu dem Thema Berserk, weil das halt, es kommt wirklich sehr oft vor, dass man schreibt, okay, deine Zeichnungen sehen irgendwie gleich aus. Aber Tatsache ist, dass ich Berserk eben bis vor 3 oder 2 Jahren noch gar nicht richtig kannte, vor allem nicht als Manga. Ich habe irgendwann mal damals den Anime gesehen. Und wo jetzt irgendwie so die Parallelen kommen, ist ja, dass eigentlich Dark Souls so ein bisschen die Liebeserklärung ist an Berserk. So, Dark Souls ist das Spiel zu Berserk und eben daher weht der Wind, warum das vielleicht so ähnlich alles ist vom Feeling. Also man kann eigentlich sagen, nur vom Feeling, weil mehr hat es eigentlich damit nicht gemein. Und deswegen ist auch schwierig, wenn man jetzt sagt, ja, das kannst du damit vergleichen, weil wenn du dich mit Berserk vergleichst, kannst du eigentlich nur verlieren. Deswegen sage Das ich stimmt, lieber, ja. wenn dir Berserk gefällt, dann wird der Juvantore auch gefallen. Und so, das stimmt schon. Also So kann man das sagen. das hast du wirklich sehr gut auf den Punkt gebracht und auch sehr diplomatisch. Ich bin sehr begeistert, weil ich ebenfalls sehr großer Berserk- und Dark Souls-Fan bin. Und ich hatte zu keinem Zeitpunkt, zu dem ich deine Geschichte gelesen habe, den Eindruck, dass es irgendwie ein Plagiat ist oder dass du maßgeblich Elemente von Mura oder auch Dark Souls oder sonst was kopierst, sondern dass du schon was sehr, sehr Eigenes machst. Und ich glaube, das war es auch ein bisschen, was mich daran so fasziniert hat, weil zum Beispiel lese ich total ungerne, wenn du jetzt Dark Souls hast, hätte ich nicht so Bock, einen Dark Souls Comic zu lesen. Oft hast du auch so vielleicht den Gedanken, oh, das ist jetzt eh nur ein Cash Grab, das wird gar nicht so geil. Aber so dadurch, dass du was völlig Eigenes geschaffen hast, aber quasi so inspiriert von dieser Art des Storytellings und vielleicht auch von dieser Art des Worldbuildings und des Designs so ein bisschen, dass da einfach diese Düsternis in allem so hängt, das ist, glaube ich, für Fans des Genres, ja, das Himmelreich zum Lesen. Es war auf jeden Fall eine der ersten Sachen, weißt du noch, die du mir auch erzählt hast, Marco, als wir darüber gesprochen haben, dass du das auch so cool fandest, da, dass eben relativ viele Geheimnisse in der Geschichte noch warten, die auch vielleicht nicht alle gelöst werden und die man sich auch erst schließen muss, irgendwie durchs mehrfache Lesen. Das ist schon ganz cool, dass das da so mit drin ist. Ich hatte krasse Cyberpunk-Vibes am Anfang in der ersten Welt sozusagen natürlich. Ich habe früher auch irgendwie gerne Shadowrun gespielt und dass ich den William Gibson-Kram gelesen und so, und irgendwie war ich gedanklich da total drin und ganz schnell und irgendwie auch dann in so in meiner Jugend, als ich das total gefeiert habe. Und dann habe ich, ja, genau, also ich glaube, es gibt viele Wurzeln, mit denen, die man dem Werk ansieht und mit denen Leute was anfangen können, aber auch gleichzeitig, wie ihr schon gesagt habt, ist es nicht so, dass man das Gefühl hat, man liest jetzt was, was das nachmachen will, sondern ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass ich irgendwie einen. Das ist ja auch so ein großes Wort, da muss man ein bisschen aufpassen mit, aber irgendwie so ein Klassiker lese schon fast, weil ich so, ja, für mich ist es halt so zeitlos irgendwie. Genau, reiht sich da irgendwie gut ein, muss ich nicht verstecken vor den anderen Sachen, auf keinen Fall. Ja, das ist wirklich eins der Punkte, die ich halt immer erreichen wollte. Irgendwie ein Werk, das einen großen Wiederlesewert hat und das du nach
20, dann weiß ich nicht, 2 Jahren oder so noch mal rausholst und gerne noch mal wieder liest und neue Sachen entdeckst. Deswegen ist es vielleicht auch nicht so schlimm, wenn ich jetzt daran ein bisschen länger arbeite an so einem Band. Dann kommt irgendwann vielleicht wieder ein Werk raus und das überbrückt auch so ein bisschen die Zeit, weil das holst du immer wieder gerne in die Hand und guckst noch mal rein. Das ist jetzt nicht so einmalig und dann ist Schluss, sondern ja, du hast länger was davon und es soll halt so ein, ja, wie du schon sagst, im besten Falle halt ein Klassiker sein, was du halt dann auch dann halt, ja, deinen Kindern noch zeigen kannst. Ich würde so gern dir noch weiter. Ich habe tatsächlich noch so viele Fragen zur Na Welt her damit. aufgeschrieben. Ich habe, ja, das Ding ist, Daniel, wir müssen ja auch noch so viele andere Themen bequatschen. Und ich würde, zumindest jetzt, wo wir schon ein bisschen über diese Welt gesprochen haben, würde ich voll gerne einen Schritt tiefer gehen und mal nachfragen, was erleben wir denn überhaupt in dieser Welt? Und wer erlebt was in dieser Welt? Und was muss man denn überhaupt sich darunter vorstellen? Wir wissen jetzt, da ist eine super coole Welt, die quasi in zwei verschiedene Richtungen geht, designtechnisch, und die da einfach auch sehr, sehr detailliert ausgearbeitet ist mit großen Namen als Inspirationen. Aber was passiert denn eigentlich in dieser Welt? Und vor allem, wer erlebt das? Und deswegen lass uns doch einfach mal kurz ein bisschen auch über deine Charaktere sprechen, die du so ersonnen hast und ihre Abenteuer, die sie so erleben. Und ich würde natürlich allem voran anfangen mit der guten Rita. Nicht nur weil Ladies First, sondern ich glaube, weil man auch durchaus sagen könnte, sie ist die Protagonistin. Ja, genau. Also ich weiß nicht, soll ich an der Stelle auch schon ein bisschen so erzählen, worum es da eigentlich geht in Jovantore oder jetzt mehr Voll so gerne. über Also Rita? erzähl uns gerne schon mal so, wie ist denn überhaupt Rita entstanden? Wie kommt es, dass du gesagt hast, Rita wird die Protagonistin meiner Geschichte? Oder du kannst natürlich auch sagen, ey, ich hatte erst die Geschichte und dann habe ich mir überlegt, welche Protagonistin würde da reinpassen? Wie war das bei dir? Hattest du erst so den Ansatz für die Story oder hattest du Rita und wusstest, diesen Charakter, den ich da geschaffen habe, der muss ein Abenteuer erleben, aber was ist das für ein Abenteuer? Ja, tatsächlich ist so, dass bei mir zuerst die Welt entstanden ist und die Art des Storytellings. Und danach kam quasi die Charaktere in die Welt, habe mir so ein bisschen zusammengedacht, ja, welche Charaktere können vorkommen in dieser Welt und welche Charaktere braucht diese Geschichte. Jetzt wissen wir zwar immer noch nicht die Geschichte, das wird zwar nachher auch noch ein bisschen erzählt, aber ja, man sieht schon irgendwie, Rita, wie ich sie entworfen habe, ist eigentlich so ein ganz normales Mädchen. Ja, viele sagen irgendwie, sieht irgendwie meiner Frau ähnlich. Kann auch sein, dass ich mich da irgendwie inspirieren habe lassen, aber man merkt an ihr, ist halt irgendwie so nichts Besonderes. Sie hat jetzt kein, weiß ich nicht, Ich würde sagen, sie hat keine Roboterarm, sowas irgendwie. Ja, Naruto-Superkräfte und keine genau Teufelsfrucht halt. gegessen und Ja. ja. Wie das halt normalerweise so ist, sondern mein Gedankengang war eher, dass die Story den Charakter, so Rita ist der Hauptcharakter, dann Rita formen wird. Das heißt, wenn die quasi irgendwie in der Matschpfütze landet, dann hat die halt eine andere Frisur mit einer schlammigen Frisur, sagen wir so, oder halt irgendwie eine Wunde zugefügt kriegt, dann bleibt die auch quasi bis am Ende und so formt die Geschichte den Charakter und dass der nicht am Anfang schon quasi so ausgearbeitet ist und ja, sie macht dann quasi auch so die Wandlung mit der Geschichte durch und dann kann man auch da sich so ein bisschen mit reinfühlen mit ihr. Was jetzt so von der Charakterisierung irgendwie, habe ich mir auch jetzt vielleicht weniger Gedanken gemacht wie so manch anderer, der jetzt irgendwie weiß, ja, okay, Rita könnte jetzt dort und dann Geburtstag haben oder isst gerne Kuchen oder so. Also so Sachen gibt es gar nicht bei mir. Alles Ich hab quasi. dich hier auch gefragt, hat Rita einen Nachnamen? Und du meintest, Ja. nö, hat ihn nicht. Und das kam mir erst da, gerade bei dieser Frage. Ey, ich habe mir da zum ersten Mal Gedanken drüber gemacht, aber weil es eben für die Story so unwichtig ist, dieser Nachname, ja, gibt es den auch gar nicht. Also
Rita ist das, was sie sein muss, und das halt dafür zu 100%. Und so kann man das auch bei den anderen Charakteren, alle, die dann noch kommen, genauso sagen. Ja. Also du hast sie schon sehr genau, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, in diese Story eingepasst. Das heißt jetzt nicht, Dieter war ein OC, den du, also ein Original Character, den du jahrelang mitgeschleppt hast, sondern du hast gesagt, diese Dieter oder dieser Charakter soll Dieter heißen und passt genau in meine Story und sie ist quasi ja eins mit der Story. Genau, Okay. auch die Namenwahl, die ist bei mir immer so, die hängt mit dieser, ja, Klangfarbe zusammen, sagen wir so. Weniger irgendwie, ja, auch teilweise ein bisschen mit der Bedeutung, aber soll irgendwie auch quasi alles so in diese Stimmung rein unterstützen, dass halt dieses Komplettwerk sehr rund wird am Endeffekt. Ja. Das macht total Sinn und ich finde es auch hier wieder so schön, dass du dir so unglaublich viele Gedanken gemacht hast. Also, du hast ja wirklich, auch dass du schon sagst, so, ich möchte da auf die Details achten und sie hat hier eine Wunde zugefügt bekommen, die bleibt auch bis zum Ende und ich möchte wirklich, dass das alles so in einem kontinuierlichen Strang erzählt ist. Also, ich finde das total beachtenswert, weil ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht bin ich da auch besonders empfindlich, aber früher hat es mich schon immer getriggert, wenn irgendwelche Charaktere dann irgendwie, weiß ich nicht, denen wird irgendwie das Haarband geklaut und ins Auge geschlagen und dann haben die eine Szene lang blaues Auge und kein Haarband und in der nächsten Szene ist wieder alles in Ordnung und das hat mich immer so genervt. Also ich finde es schon schön, dass du auch da so ein Auge für Details hast. Also ich glaube, wir erkennen hier schon allein an deinen Zeichnungen, dass du visuell ein Auge fürs Detail hast, aber du hast auch ein inhaltliches Auge für Details. Und das, ja, das finde ich einfach sehr faszinierend. Jetzt haben wir kurz ein bisschen was zu Dieter als Person gehört. Aber kannst du ungefähr umreißen, ohne natürlich jetzt maximal zu spoilern, was kann man denn so als Leser, als Leserin erwarten, wenn man Jovantore aufschlägt? Was für eine Art von Geschichte ist das? Also was genau erlebt Rita da eigentlich? Du darfst es gerne mit einem und dann geschah etwas Unglaubliches, Punkt, 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 enden lassen. Aber so ein kleiner Aufhänger, so ein kleiner Appetizer. Also, wie ihr schon gesehen habt, Rita ist quasi ein relativ normales Mädchen, sehr unscheinbar, und die lebt halt in einer Zukunftswelt, doch die plagt halt eine seltsame Krankheit. Und zwar hat die so ein Ticken im Kopf. Also für andere sieht man es zwar nicht, aber das spürt nur sie, und das spürt die zwar ziemlich heftig teilweise. Und eben seit sie quasi fühlen und denken kann, hat sie diese Krankheit, mal schwächer, mal stärker. Und das ist wie so eine innere Folter. Und das wird die nicht los, und das quasi treibt die schon ein bisschen, ist noch sehr tief gestapelt in den Wahnsinn. Ja, es ist Und quasi sie hat quasi jede, Turbo-Tinnitus. Ja. genau, ja, Turbotinnitus. Und sie hat quasi schon so alle Hoffnung auf irgendwie Heilung verloren, weil eigentlich ist in dieser Zukunftswelt quasi nichts unheilbar. Also da kannst du eigentlich alles wieder irgendwie richten. Und sie haben auch mit ihr schon jede Menge durchprobiert, was helfen könnte. Und quasi als letzten Ausweg gibt es halt eine große Maschine, die kann Gedanken löschen. Zwar so selektive Gedanken, die man, also das funktioniert irgendwie ein bisschen wie Traumata-Heilung, dass du den Gedanken, der dich stört, dir einfach aus dem Kopf schießen lässt. Und das halt eine sehr kostspielige Methode. Und wird halt sehr selten angewandt, aber sehr effektiv. Und das wurde auch quasi bei Rita quasi als letzte Option durchgeführt. Und leider hat das auch quasi keine Wirkung gehabt. Und so lebt sie quasi weiter und ist schon irgendwie am Rande so, Des Wahnsinns, kann ja, man des wahrscheinlich sagen, Wahnsinns, kann man ja. sagen, genau. Und als sie schon quasi, ja, aufgegeben hat mit sich und mit der Krankheit und mit allem, begegnet ihr eine Hexe. Und diese Hexe,
die scheint anscheinend ihre Krankheit zu kennen und das, was sie plagt, irgendwie lindern zu können. Und Rita natürlich geht ihr nach und den Deal ein, obwohl die halt natürlich, ich weiß nicht, ob man es nachher noch sieht, die Hexe in den Folien, aber sie sieht schon ziemlich schräg aus. Also normalerweise gehst du mit so einer Hexe nicht. Das ist eine kleine Untertreibung, ja. Genau, ja. Ja. Aber die scheint eine gute Seele zu sein und die kramt aus ihrem kleinen, aus ihrer kleinen Bude, Hexenbude, eine Uhr heraus und diese Uhr soll sie quasi heilen. Ja, das ist doch auch eigentlich ein ganz Ja. guter Cliffhanger, finde ich, ja. Also ich meine, wir haben ja, glaube ich, auch schon zusammen vor, war das ein, 2 Wochen, den Klappentext so ein bisschen erarbeitet. Ich hatte ihn ja dann auch Daniel schon mal den fertigen Klappentext geschickt. Und ein Klappentext ist ja auch immer so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen eine Kunst, weil, ja, also es gibt, Daniel, was Daniel macht, ist Kunst. Aber ein Klappentext ist auch immer manchmal eine kleine Herausforderung. Und ich hatte wirklich auch ein bisschen Schwierigkeiten, einen Klappentext zu schreiben, der diese Story so zusammenfasst, dass der Text dir im vollen Umfang gerecht wird. So, du willst ja nicht alles verraten, aber du willst auch Lust auf mehr machen. Und ich habe ebenfalls, also deswegen, falls ihr jetzt glaubt, Daniel hätte viel erzählt oder so, nee, das ist tatsächlich der Anfang des Manga. Und genauso weit geht auch der Klappentext. Also die alte mysteriöse Hexe händigt Rita eine, ja, mindestens genauso mysteriöse Uhr aus. Und was es mit dieser Uhr auf sich hat, das müsst ihr dann natürlich im Idealfall selbst herausfinden, indem ihr einen Blick in Juvantore hineinwerft. Doch in der Welt von Juvantore gibt es ja nicht nur die gute Rita. Rita ist nicht ganz allein mit dem Ticken in ihrem Kopf, glücklicherweise. Sie trifft auch ein paar andere Leute, die keine schrumpeligen alten Hexen sind. Allem voran, ich würde ihn jetzt fast den männlichen Protagonisten nennen, oder zumindest einen wichtigen männlichen Charakter, Hattori. Und ja, wir sehen ihn hier als ja, ziemlich martialisch anmutenden Typen mit einer interessanten Frisur. Und ja, auch so coolen Gerätschaften am Arm und ja, muskulös, lässig, aber auch so ein bisschen, er sieht verwundet aus, sag ich mal. Er sieht aus, als hätte er schon einiges gesehen in seinem Life. Wer ist Hattori? Genau, also Hattori ist dann ab einem gewissen Zeitpunkt Ritas Begleiter auch. Und wie man schon sieht, irgendwie sieht der schon ein bisschen geschundener aus und bearbeitet durch halt ja die Umgebung, wo er lebt. Und da habe ich also auch, hier sieht man ein bisschen so die ersten Entwürfe, zuerst die Skizzen und ganz links ist auch so der erste Tuscheentwurf und da habe ich mich so ein bisschen mehr inspirieren lassen von dem Film Vikings, den ich gerade geguckt habe. Da gibt es nämlich auch so einen Typen, der so eine Seite komplett abrasiert hat. Und die Frisur fand ich so passend halt für quasi diese Welt, wo der lebt. Und daher habe ich das so ein bisschen übernommen. Und ja, wie man sieht, ist der jetzt auch nicht so ein super Schönling, aber halt innen drin schon, sagen wir so. Wie immer, also lasst euch nicht von dem Äußeren täuschen. Sehr schön. Ja, meistens ist es anders, wie es aussieht. Das kann man eigentlich über alles sagen, was da so ein bisschen vorkommt in Juvantore. Und was gibt es noch dazu zu sagen? Es ist Ja, wie du schon sagst, also der macht quasi alles durch. Und der hat halt seine Spuren schon davon getragen. Und der ist wie Unkraut, den kriegt man nicht klein. Und ja, sozusagen ein guter Begleiter. Ja, ich finde auch, das ist so schön, dass du die Message jetzt auch ausgesprochen hast. Man soll das Buch nicht nach dem Einband beurteilen. Gleichzeitig, wir aber vorher gesagt haben, so, ey, Jovantore, du müsst ihr auf jeden Fall nach dem Einband beurteilen. Das ist so ein geiler Einband. Das ist so ein gutes Buch. Ich meine, ihr seht ja schon außen, wie geil das ist. Aber natürlich hat Daniel vollkommen recht. Man soll das Buch nicht nach seinem Einband beurteilen. Und auch nicht bei Hattori. Aber auch das ist was ich so gut finde, dass einfach
Also ich mag das nicht und dann will ich jetzt auch nicht Anime, Manga generell trashen, aber manchmal regt es mich auch einfach ein bisschen auf, dass in 90% aller Serien Protagonisten und Protagonistinnen immer geil aussehen. Das ist halt nicht das echte Leben. Also ja, es ist schön und es gibt auch wirklich schöne Menschen da draußen, aber es sind nicht alle schön und es ist auch nicht immer wichtig, schön zu sein. Und da, bei Hattori war es eben auch so. Er sieht am Anfang auch ja sehr furchteinflößend aus und so. Aber wenn sich dann solche Charaktere auch als liebenswert herausstellen, ist so eine Trope, die mir persönlich sehr gefällt. Deswegen war auch, muss ich noch mal kurz schwärmen, dieses Panel hier unten in der Mitte, wo sie sich so um seinen Hals klammert. Oh Mann, ich liebe dieses Panel so. Ich muss das unbedingt mit reinnehmen. Und es ist auch so eine schöne Komposition. Er klettert so eine Leiter hoch und ja auch, wie du die Muskeln zeichnest. Ich hoffe, ihr guckt das am, weiß ich nicht, 55 Zoll Fernseher. Dann könnt ihr nämlich jetzt auch ein bisschen sehen, wie Daniel ja auch irgendwie so die Muskeln irgendwie anspannt. So, also nicht Daniel spannt die Muskeln an, aber Daniel sorgt dafür, dass sich Hattoris Muskeln anspannen. Und er klettert so die Leiter hoch und du hast richtig das Gefühl, du spürst so, wie er seine Muskeln anspannt. Das finde ich echt super faszinierend. Sorry, ich schweife schon wieder ein bisschen ab von Hattori, aber Hattori ist ja auch ein starker, muskulöser Typ. Kann man doch nicht sagen. sorry, Micha, ich glaube, du wolltest auch was sagen? Ach, ich habe jetzt zweimal Luft geholt, weil ich irgendwie, aber andererseits will ich auch gar nicht so viel sagen, weil Daniel soll auch ein bisschen erzählen und es ist einfach, ja, ich könnte nur weiter wieder schwärmen, da habe ich da gedacht, ich kann ja auch mal die Klappe halten, das nicht wieder sagen, aber jetzt habe ich schon halb angefangen. Also eine Sache, die ich tatsächlich besonders krass auffand. Ja, okay, ja. da kommen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal ein bisschen drauf, aber dass du ja auch einfach physisch zeichnest und ich stelle mir immer vor und habe es ja jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, dann du fotografierst die Sachen ja auch teilweise ab oder werden sie dann eingescannt an Marco geschickt und ich stelle mir diesen krassen Schatz vor, den du da zu Hause hast, weil so viele von den Panels könnte man einfach ja an die Wand hängen und du hast halt dieses ganze Original bei dir zu Hause liegen und ich denke, boah, wie krass das ist, einfach dieses ganze Buch bei sich zu haben und was da alles drin steckt und dass das, ja, dass es eben dieses eine Exemplar auch gerade nur gibt, das finde ich so. Wie viel Wert und wie viel Zeit auch in sowas steckt dann, ja. Möchte auch an dieser Stelle noch mal kurz damit flexen, dass in meiner Bude ein Bild von Daniel hängt, gerahmt, von Lady Maria aus Bloodborne. Und das ist auch einer meiner wertvollsten Besitze. Ja, jetzt dürft ihr auch ein bisschen neidisch sein. Aber ihr seid nicht weit davon entfernt, sage ich mal so, auch bald euer eigenes Exemplar von Jovantore in der Hand zu halten. Keine Sorge. Es ist dann zwar keine Originalzeichnung, aber close enough vielleicht. Wo Daniel gerade so schön gesagt hat, man soll das Buch nicht nach seinem Anband beurteilen und man soll Leute nicht direkt verurteilen, wenn sie vielleicht nicht so mega schön aussehen, dann hoffe ich, ihr könnt das auch auf Murph anwenden, der vielleicht sogar noch ein bisschen, in Anführungszeichen, entstellter aussieht als der gute Hattori. Denn, ja, also ich finde zum Beispiel, das erste Argument für meine These wäre, dass er einen Schnabel hat, einen riesigen. Und ja, auch so, ihr seht es hier auf dem linken oberen Panel und auch in dem mittleren Panel, bei dem er so eine Knarre hält. Er hat auch sehr lange, dünne Gliedmaßen und Finger. Und ja, er sieht generell aus wie ein crazy Vogelmensch. Wer ist denn dieser Murph, Daniel? Ja, wie du schon sagst, ab jetzt wird es immer schlimmer. Von den Bildern. Nee, ja, ist wieder ein Charakter, der halt quasi auch wie Hattori seine Male trägt, die Geschichte ihm zugefügt hat. Bei ihm ist so, ja, die Inspirationquelle, würde man jetzt vielleicht nicht so vermuten, aber ist eher mein Papa, weil der ist halt auch mehr so der Erfindertyp. Mhm. Und wie man schon sieht in dieser kleinen Skizze unten rechts, da hat er jede Menge Werkzeuge dabei und alles so Steampunk-Kram zum halt Sachen zusammenbasteln. Und er ist halt wirklich so der Erfinder in der Geschichte und er will halt auch was Großes schaffen. Mhm. Doch so ähnlich halt, wie es beim Frankenstein ist. Also manchmal geht man einen Schritt zu weit und dann passiert halt was einen dann auch irgendwie, ja, für immer halt irgendwie zeichnet.
Und ja, so kann man das auch ein bisschen bei Murph sehen. Die Hände, ich weiß nicht, also manche Sachen, da gruselt es mich ein bisschen und dann will ich das auch unbedingt einbauen. Und das sind halt diese schlaksigen, spinnenartigen Hände. Aber es passt halt wieder perfekt dazu. Also gerade halt, weil der, ja, man kann sich's ja denken, beim Vogel irgendwie sind auch die Gliedmaßen normalerweise so richtig lang. Und er ist irgendwie so ein Zwischending zwischen Mensch und Rabe. Und da ist das halt quasi alles so, ja, noch ja, wie soll man sagen, in der Mutation irgendwie in der Mitte stehen geblieben. So schaut das aus. Und ja, dieses Skurrile, das passt halt wieder genau da rein. Also, Hattest du denn Inspiration so ein bisschen für Murph? Also ich weiß ja, dein Vater hat so was Erfinderisches, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass dein Vater zumindest kein Vogelmensch ist. Deswegen, also wie hast du Inspirationen, was so diese Designs angeht? Bei Hattori hast du gesagt Vikings, und war es dann auch bei Murph gut, du meintest, die Spinnenhände sind gruselig, aber also ja. kommt dir dann einfach plötzlich die Idee, ey, ich habe so Lust, einen Vogelmann zu zeichnen? Oder wie kommt das so zustande? Was ist da dein Prozess bei so einer Ent beim Entwerfen dieser Charaktere? Ja, ich glaube, so ganz genau kann ich das auch nicht beantworten, weil meistens ist das so ein Mischmasch aus ganz vielen Sachen. Weil, wie man weiß, haben halt früher so die Alchemisten und so und die haben auch diese Pestschnauze da gehabt. Vielleicht hat das da auch irgendwie so von der Inspirationsquelle mit reingespielt, dass halt irgendwas aus seinem Gesicht so rauskommt, fand ich halt auch irgendwie so eine eklige Sache, die halt super passt dazu. Und dass das halt dann so eine Rabengestalt ist. Also Raben an sich finde ich halt super faszinierend und halt passt auch wieder so in diese albtraumhafte Welt. Und dann fügt sich so langsam Stück für Stück halt dieser Charakter zusammen. Und halt meine Faszination für Steampunk und sowas ist halt in ihm quasi voll ausgelebt. Also der erfindet die Sachen, die ich machen will. Also, oder ich zumindest zeichnen will. Also, ja. Kampfkeks schreibt auch Murph einfach die dystopische Version von Daniel Düsentrieb. Und ja, Ja. ich glaube, das kann man so festhalten. Wir sind ja auch der Disney Lustiges Taschenbuch Verlag und so. Ich werde es mal den Kollegen und Kolleginnen vorschlagen, ob sich da nicht eine Kooperationsmöglichkeit ergibt. Murph besucht Entenhausen oder so. Aber ja, sieht auf jeden Fall echt so abgespaced aus. Ich weiß noch, ebenfalls wieder so eine Kinnlade-Drop-Drunter-Moment, als ich Murph das erste Mal gesehen habe und ich so, Alter, was hat er sich denn hier ausgedacht? Vor allem, weil du mir dann auch noch Skizzen geschickt hast, die jetzt hier leider nicht drauf sind, wo du seine Gerätschaften sogar so ein bisschen wissenschaftlich auseinandernimmst und die erklärst und Skizzen, so wirklich Detailskizzen seiner Erfindungen machst, wie zum Beispiel dieses Gewehres, das er da verwendet. Das fand ich so faszinierend. Ich gucke mir sowas auch so gerne an. Also gerade weil es halt ein Gegenstand ist, der nicht echt existiert. Das heißt, du konntest nicht einfach hingehen und einen Staubsaugerplan abzeichnen oder so, sondern du musstest dir ausdenken, wie dieses Gerät funktioniert. Hast du das einfach so on top of your head entschieden und gesagt, ja, so wird das ungefähr klappen? Oder wie lief das? Ja, ich glaube, da spielt mehr so dieses generelle Interesse an Technik bei mir mit rein. Also alles, was mit Technik zusammenhängt und daher auch quasi meine Berufswahl als Fahrzeuglackierer, da kriege ich das auch quasi so jeden Tag mit. Und ich will unbedingt immer wissen, wie Sachen funktionieren und halt die sozusagen, wenn du die zum ersten Mal zerlegt hast und wenn du wirklich die Mechanik verstanden hast, dann kannst du das auch zeichnerisch wiedergeben oder komplett anders quasi wieder zusammenbauen, so dass es halt wieder für jemanden anderen aussieht, als würde es tatsächlich funktionieren. Weil das ist auch wieder so ein Mischmasch, wie du schon sagst, da habe ich, glaube ich, eine Waffe oder so, die er benutzt, entworfen. Und dann kann ich mir halt auch nur so ein bisschen zusammenreimen, was verschießt diese Waffe und was braucht es alles, damit halt das zustande kommt, dieses Projektil, sagen wir so, unter Anführungszeichen.
Und so entsteht dann so langsam Stück für Stück dann der Entwurf. Also es ist schon hinter alles dann so ein bisschen der, ja, Erfindergeist, Gedanke und ja. Finde ich wahnsinnig faszinierend. Ja, total. Sorry, Micha, ich glaube, du Da. wolltest was sagen, oder? Ich weiß nicht, habe ich dich jetzt gerade unterbrochen, wie ich es immer tue? Nee, ja, das tust du immer, aber ich habe tatsächlich nur. Oh nein. Nein, Christ, du brauchst ja nicht so mit kokettieren. Nee, ich sag schon, was man sagen will, aber ich wollte eigentlich tatsächlich genau das Gleiche sagen. Ich hatte das gar nicht so gedacht, dass du, Daniel, dir da tatsächlich also die Sachen in deinem Kopf noch auseinandernehmen kannst. Das finde ich jetzt eigentlich noch viel krasser. Ja, ich habe gedacht, wow, okay, cool, wie er sich das ausgedacht hat, aber ja, wenn du mir jetzt eigentlich theoretisch hast du auch hinter jedem was, jedem Ding, was da zu sehen ist, auch irgendwie noch ja, dir was bei gedacht, wie das zusammen funktioniert und so. Unglaublich, ja, das könnte ich auf jeden Fall nicht. Ja, wenn du die Definitiv, ja. Zeichnungen oder so, die Entwürfe dann auseinandernimmst, vielleicht entdeckst du dann wirklich halt den Staubsauger, der da mit eingebaut ist. Okay. Ja, ey, ganz ehrlich, mich würde es nicht wundern, wenn so manche Zeichner sich natürlich auch von so Alltagsgegenständen inspirieren lassen und die dann auf kuriose Weise miteinander kombinieren. Ich schreibe auch übrigens jemand im Chat, Murfsoffer, bitte trotzdem nicht versuchen nachzubauen, möchte ich unterschreiben. Bitte Finger weg von euren privaten Waffenexperimenten. Und einmal, ich glaube, man kann ja noch mal kurz eine Slide zurückgehen. Jemand hat nämlich geschrieben, hat Hattori einen Barcode am Kopf? Und ich glaube, nein, das ist das, also vor allem in der finalen Version nicht, aber ist es hier links ein Barcode gewesen? Ich glaube nicht, ne? Ich muss gerade mal. Ja, ich kann es nicht genau erkennen. Es kann sein, weil das ist, glaube ich, so diese erste quasi Tusche-Entwurfsskizze, die ich von ihm hatte. Und da wusste ich noch nicht so ganz genau, wo es auch in der Story hingeht. Und ich glaube, rechts, das ist dann eher das, also quasi, wie es im Manga vorkommt, das Finale. Genau, also wir sehen ja auch teilweise hier schon gerade die Seiten, die so diese weißen Umrandungen haben. Das sind dann oft die, die schon aus dem finalen Manga kommen. Und die zum Beispiel, ja, hier rechts unten sehen wir gerade die Skizzen von Murph beispielsweise. Ja, das ist natürlich easy zu erkennen. Kurz bevor wir jetzt, das waren drei der wichtigsten Charaktere, es gibt noch andere, aber ich glaube, das sind drei sehr elementare Charaktere. Aber kurz bevor wir die Charaktere hinter uns lassen, hast du auch welche entworfen, die du dann aber wieder komplett quasi aus der Geschichte gelöscht hast? Hast du quasi Charaktere wieder zurück aufs Zeichenbrett geschoben oder wie war das? Ja, doch, da gibt es sogar auch noch Skizzen davon. Also es gab so eine Art Geist oder sowas auch, weil ich halt in dieser Welt irgendwie für die Geschichte so eine Art Lichtquelle brauchte. Und die wurde halt dann aber quasi ersetzt und dann komplett verworfen. Und ja, anstattdessen findet dann wer anderer seinen Platz quasi in der Geschichte. Also das ist wirklich was, was ganz rausgeflogen ist. Aber ja, viele Charaktere habe ich nicht entworfen, die dann wirklich ganz rausgeflogen sind. War halt so ein bisschen ein Extrembeispiel. Und zwar gibt schon, also am Story-Entwurfs, ja, Konzeptartblatt, gibt schon einige Phasen von den Charakteren, wo die noch nicht so aussehen, wie die halt final aussehen, aber wo man dann so ein bisschen aussucht, was passt vom Optischen am besten zu der Geschichte? Micha hatte vorhin schon folgerichtig angesprochen und viele von euch haben es sicher schon gemerkt. Daniel zeichnet tatsächlich traditionell. Er macht diese ganzen Sachen, die ihr jetzt bis eben gerade gesehen habt, macht er mit Stift und Papier. Und das ist ja, glaube ich, für so die heutige Landschaft des Zeichnens relativ ungewöhnlich. Soweit lehne ich mich mal aus dem Fenster. Und deswegen muss die Frage erlaubt sein, wieso, Daniel? Wie kommt's? Ja, wieso? Ich habe das immer schon so gemacht und ich habe das geliebt, quasi auf Papier zu zeichnen. Und ich habe auch, ja, schon probiert, auch mal digital zu zeichnen. Aber quasi alles, was da irgendwie rüberkam bei mir, ist irgendwie nur Ungeduld. Also ich würde mega ungeduldig, wenn ich irgendwas am PC gezeichnet habe. Und halt auch, ja, der Spaß ging irgendwie weg. Ich weiß auch nicht warum, aber
Das hat mir irgendwie viel mehr gegeben. Er kann auch irgendwie damit zusammenhängen, dass irgendwie sich das viel präziser halt für mich angefühlt hat, wenn ich auf den Stift auf Papier quasi aufsetze und halt da meinen Strich mache, als wie wenn ich das halt auf eine Glasplatte drauf mache, die, weiß ich nicht, die Linie dann 2 Millimeter darunter erst zieht oder halt irgendwie mit leichter Latenz hinterherzieht. Also oh, das, da kriege ich andere Schmerzen, wenn ich das sehe. Aber Okay, wow. Also es sind ja, sehr strong feelings weiß so. nicht. Also die Chemie stimmt einfach nicht zwischen mir und PC. Und Okay. das ist, ja, kann man leider nicht anders sagen. Also ich werde wahrscheinlich also immer traditionell bleiben. Und ich glaube, ich würde das auch weit nicht so hinkriegen, jetzt, wie das jetzt im Endeffekt aussieht, weil viele Sachen halt hängen halt mit ja, schnellen Strichen, mit bisschen Geschwindigkeit zusammen. Und das funktioniert alles nicht so am Tablet. Also ja, also auch wenn ich zum Beispiel Videos gucke von, also mich fasziniert ja, wenn wer andere auch irgendwie digital zeichnet, aber wenn ich gucke, die machen einen Strich. Dann löschen die dann direkt wieder, machen wieder einen Strich, löschen den und das wird mir, also das macht mich auch kirre. Also ich glaube, ich bin halt am konzentriertesten, wenn ich halt weiß, wenn ich den Strich setze, dann ist ja quasi einmalig da drauf und dann mache ich das viel bewusster irgendwie, die ganze Arbeit und im Endeffekt halt auch schneller. Also ja. Wow, okay. Finde ich sehr respektabel, weil ich auch irgendwann aufs Digitale umgestiegen bin. Aber hier schreibt vielleicht auch Demoniacal Child zurecht, dass doch viele noch relativ traditionell unterwegs sind. Ich glaube, das hängt dann so ein bisschen mit dem Professionalitätslevel vielleicht auch zusammen. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht im tatsächlichen Manga-Zeichnen-Bereich oder im Comic-Zeichnen-Bereich, dass das vielleicht doch noch mehr verbreitet ist. Aber natürlich, wenn ich jetzt so an meinen persönlichen Freundeskreis denke, alle Leute, die früher irgendwie ständig im Unterricht saßen und gezeichnet mit den Kugelschreibern und so, du bist ja auch, muss man dazu sagen, ein sehr, sehr großer Fan des Kugelschreibers, die sitzen heute irgendwie an den Tablets. Die zeichnen alle in Procreate und so oder Clip Paint Studio und wie sie alle heißen. Aber du bist dem Kugelschreiber treu geblieben, unter anderem. Ja, früher ja. Also Oventroya Love Story ist noch alles mit Kugelschreiber gezeichnet. Aber ich bin dann später doch auf Tusche gewechselt. Aber wie man vielleicht irgendwie merkt, jetzt schon so bei den Materialien, die man dann sieht, da ist keine Tuschefeder dabei. Also es ist doch irgendwie, ja, vielleicht seltsam für den einen oder anderen, weil man das halt immer so kennt von den japanischen Kollegen, dass die halt alles mit Tuschefeder machen. Aber bei mir ist irgendwie so der Feinliner, der halt wirklich das wiedergibt, was ich vorhab mit meiner Hand. Ja, das ist total, total fair. Ja. Ja. Also ich finde es super faszinierend zu überlegen, dass diese Dinge, die ich da oben auf dem Foto sehe, dass die dafür verantwortlich waren, dass an diesem Tisch, den wir darunter sehen, Jovan Tore entstanden ist. Das ist schon auch so unter dem wachsamen Blick von, ich glaube, dem Master Chief aus Halo, Berserk sehen wir hier und eine junge Dame im Bikini. Ja, meine Muse, ja. Ja, natürlich. Lass das lieber deine Frau nicht hören. Aber ich sehe auch schon, die Berserk-Bände stehen auch schon zusammen mit Junji Ito über dem PC. Genau, By the way, genau. sitzt du gerade an diesem Schreibtisch? Nebendran, ja, Okay. genau. Wow, das ist richtig. Jetzt, Leute, ihr wisst, ihr habt jetzt einen richtigen Einblick in Daniels Leben quasi. Ihr seht sogar die Wand, vor der er sitzt, wenn man so will. Hier haben wir tatsächlich auch noch ein paar Skizzen, die ich euch nicht vorenthalten wollte, weil ich finde, hier ist noch mal so für mich richtig, da war dieses Traditionelle. Ich konnte das so richtig fühlen, gerade bei den Bildern auf der linken Seite, weil da ja auch in der Mitte noch eine Bleistiftzeichnung ist. Und dann das, was ich immer geliebt habe, wenn man Bleistift noch unter der Tuschezeichnung erkennt. Das ist bei dir ja dann auch an vielen Stellen noch der Fall. Und gerade auch auf den Seiten, die ich von dir bekommen habe, war ja beispielsweise die Sprechblasen, die waren alle noch mit Bleistift befüllt und so. Das hat mir so ein gutes Gefühl gegeben, mit so einem richtig, ja, so richtig am Entstehungsprozess beteiligt zu sein. Dass man natürlich, wenn man nur einen Manga lizenziert, vermisst man dieses Gefühl auch ein bisschen. Und hier, als du mir diese Skizzen geschickt hast, ich war so, oh Mann, das sieht so aus wie aus dem Skizzenbuch meiner Träume. Ja.
Da hast du dann quasi versucht, so Rita jetzt beispielsweise oder diesen, ich nenne es mal Schwarzspitzenkopfmann, so in verschiedenen Posen einfach zu zeichnen, ne? Nehme ich mal an, dass das so ein bisschen. Ja, genau. Also zuerst einmal so ein bisschen die Charaktere halt, wie die aussehen sollen und danach halt auch vielleicht in der Szene, wie die halt direkt im Manga sein könnte, so dann zeichnen, dass ich mir das so einigermaßen vorstellen kann, wie das halt, ob das überhaupt zusammen funktioniert, so. Und ja, bei mir ist dann auch immer so, wie du schon sagst, irgendwie, ich skizziere alles mit Bleistift vor, auch meine quasi Originalseiten. Und dieses Bleistift ausradieren am Ende halt von der Seite, das ist immer so die Belohnung am Ende, was halt viele irgendwie andersrum sehen als Strafe oder halt, die lassen alles in Blau stehen. Aber ja, ich mag das halt. Keine Ahnung. Wir haben auch so weg. Von Daniel dankbarerweise ein Video bekommen zu dem Artwork, wie es entsteht und so im Zeitraffer. Ich spiele es hier mal gerade nebenbei ein bisschen ein. Wir können uns während des natürlich ganz easy weiter unterhalten. Aber hier sehen wir auch schon so, dass deine, also ich finde deine Bleistift-Vorzeichnung, also die ist ja sehr basic. So, also das, die ist ja jetzt nicht wahnsinnig detailliert. Und ich finde es so abgefahren, dass du dich da wirklich hinsetzt und dann einfach sofort mit dem Fineliner loslegst und auch weißt, was du machst. Also ich meine, es ist natürlich ein immenser Erfahrungswert, der da, glaube ich, mit reinkommt. Aber also ich finde es auch einfach mutig. Ich hätte so Angst, ein Bild zu ruinieren. Ist das bei dir schon immer so gewesen? Hast du da einfach ein massives Gefühl für? Oder hast du das jahrelang geübt? Jetzt zum Beispiel auch gerade der Faltenwurf eines Rockes, eines sehr langen Kleides. Das ist ja für viele Leute sehr schwierig. So, man könnte fast sagen, so Anatomie und Faltenwurf sind die Königsdisziplinen. Keine Ahnung, zumindest was früher bei uns so. Wie kommt das, dass du da so ein fast blind drauf loszeichnen kannst. Naja, man muss schon sagen, also ich skizziere schon alles vor, wo halt die wichtigen Sachen sind und der Rest, damit das auch von der Skizze quasi nicht zu verwirrend ist für mich, dann den lasse ich frei, den mache ich dann halt quasi so on the fly. Mhm. Das sind aber die Sachen dann auch, die halt so schon bei mir in Fleisch und Blut übergegangen sind durch halt jahrelange Übung. Und viele schreiben halt auch immer drunter, wenn ich mal ein Video hochlade, wie ich das halt zeichne. Ja, wie machst du das? Kann ich sowas auch lernen? Weiß ich nicht. Oder hast du einfach nur super viel Talent? Und halt, dann schreibe ich auch einfach immer zurück, ja, das kannst du genauso, das kann jeder. Ich habe auch quasi in der Schule angefangen, konnte nicht mehr wie alle anderen halt, aber bin halt irgendwie dran geblieben und halt immer motiviert gewesen, irgendwie ja diese Sachen zu wiederholen und auch quasi mit einem offenen Auge durch die Welt zu gehen, quasi den Faltenwurf halt, hier hinten sieht man seine Vorhänge, mal angucken. Das macht man sonst nie bewusst. Und ja, wann immer ich halt draußen ein bisschen Zeit habe, dann gucke ich mir irgendwelche Sachen an und scanne die quasi so ein bisschen und zeichne die nach im Kopf so, dass ich es halt irgendwann wiedergeben kann. Das ist so ein bisschen wie halt, ja, wenn man eine andere Sprache lernt, musst du halt auch immer ein bisschen Wörter dazulernen, dass irgendwann ja ein großer Wortschatz vorhanden ist. Also bei mir ist halt, ich bin kein Wortakrobat, man merkt schon, sprachlich nicht so super. Dafür habe ich halt das Zeichnen geskillt, sagen wir so. Ja, der Rollenspielvergleich ist vielleicht ganz schön, ne? Man hat so verschiedene Werte geskillt und man muss sich einen aussuchen, auf den man sich konzentrieren möchte oder vielleicht ein paar andere. Aber wenn du alle Skillpunkte in eine Sache steckst, dann bist du halt in der Regel auch gut in der. Und ich finde, das ist auch immer ein bisschen eine freche Frage, so, ja, ist das Talent? So, ja, also bestimmt gibt es sowas wie Talent. Aber zu behaupten, dass jemand nur gut zeichnen kann, weil er talentiert ist und dem alles so in die Wiege gefallen ist, das finde ich auch manchmal ein bisschen frech, weil das würde so ein bisschen auch implizieren, dass die Person, die so gut zeichnet, überhaupt keine Arbeit da rein investiert hat, so gut zu zeichnen. Also diese Leute sitzen, weiß ich nicht, 8 Stunden am Tag da und üben Faltenwurf. Wie kannst du erwarten, dass du das einfach nach 5 Minuten auch kannst und dann die Leute beschuldigen, sie hätten einfach nur Talent und du kannst das ja nie? Vielleicht musst du dich auch einfach 8 Stunden hinsetzen und Faltenwurf üben, ne? Also es ist natürlich eine
eine hohe Kunst, so weit zu kommen, wie wir das hier gerade sehen. Und ich finde es auch so faszinierend. Wir kommen jetzt in einen Bereich, wo du gerade so diese dunkleren Stellen auch machst und dass da so wirklich so eine Plastizität entsteht. Also man hat wirklich das Gefühl, man könnte das Kleid anfassen. Und Aki Bungee schreibt auch schon, das Kleid sieht wie ein Rosenkopf aus, voll schön. Ja, in dem Bild steckt auch ja nicht nur halt quasi das, was man sieht, sondern auch irgendwie der, wie soll ich sagen, das Symbolische dahinter, was man wahrscheinlich dann auch erstens so ein bisschen versteht, wenn man so die ganze Geschichte durchliest. Also es ist bei mir immer so eine Mischung aus diesen Bildern halt. Einerseits erzählt die Geschichte, das Bild in sich eine kleine Geschichte und andererseits hat es halt noch so ein Meta-Ebene, die man halt dann erst vielleicht mitkriegt, wenn man halt so alles liest und im Nachhinein vielleicht nochmal das Cover anguckt. Ja. Ich hatte hier bei dem Bild, ich sehe das Video jetzt zum ersten Mal, aber auch extreme Junji Ito-Vibes. Ich weiß nicht, vorhin hat das auch irgendjemand am Anfang schon mal geschrieben, dass das für die Person auch so ein bisschen in die Richtung ging und das sehen wir jetzt ein bisschen bestätigt, weil du ja gerade bei deinem Schreibtisch sah man, dass du da, glaube ich, auch was von Ito stehen hattest. Du meinst bestimmt so auch das Düstere. Ich auch noch nicht lange. okay. Ja, ich weiß ja auch, ja, mit der Spirale, vielleicht hat mich es deswegen die erinnert, Uzumaki-Vibes, ja. Genau. Ja. Also was ich auch vorhin interessant war, du meintest irgendwann zwischendurch, dass du dich selber dann manchmal irgendwie gruselst bei Sachen, die du siehst und dann musst du die irgendwie auch einbauen in die Story, weil du halt irgendwie weil dich das Gefühl so angesprochen hat. Also ist bei Uzumaki ja auch extrem so. Also ich hab das mal irgendwann bei Karls noch lektorieren müssen und da weiß ich noch, das konnte ich irgendwie nicht zu früh lektorieren, weil mich das alles einfach so gegruselt hat, mich so zu beschäftigen mit diesen, ja, mit diesen Zeichnungen. Das muss ich irgendwie immer erst nach dem Mittagessen machen. So. Das, ja, da muss ich von dann denken, als du das erzählt hast, dass der Grusel dann für dich ein Auswahlfaktor ist, irgendwie bei den Sachen, die du da aufnimmst. Ist ja auch klar. Lieber LOL 580, ja, es gibt ein ungefähres, es gibt sogar ein genaues Release-Date. Dazu kommen wir auch gleich noch. Aber wir gehen natürlich eine Slide nach der anderen. Wir sind natürlich auch schon, wir nähern uns langsam dem Ende, macht euch keine Sorgen. Wenn Daniel jetzt so ewig lange an so einer Seite gezeichnet hat, Daniel, wie lange würdest du sagen, hast du an diesem Bild, wir sehen das ja nur im Zeitraffer, wie lange hast du an diesem Bild gesessen? Kannst du das ungefähr abschätzen? Ja, ich glaube, ich habe so ein bisschen in Erinnerung, dass das Video 15 Minuten dauert und es müsste ungefähr 15 Stunden sein, so umgerechnet. Wow. Es ist halt sehr zeitgeraffert, aber ja. Mhm. 15 Stunden, das ist eine Ansage, würde ich einfach mal sagen. Das ist eine Mega-Ansage, vor allem, weil vorhin ging es ja irgendwie auch darum, dass Leute dich fragen, können sie sowas auch? Und dahinter steckt ja auch immer so ein bisschen, was ist der Shortcut jetzt hin, das zu können? Und dann finde ich deine Antwort mal umso besser und auch hier, dass du dann einfach sagen kannst, ja, 15 Stunden Arbeit drin. Gibt ja keinen Shortcut, muss man einfach viel machen und das ist krass. Ja, wenn man dann auch 15, gar keinen Grund, sich zu entschuldigen, LOL 580. Ich verstehe deine Ungeduld. Wenn ich im Chat wäre, würde ich auch wissen wollen, wann das Ding erscheint. und ja, auch dazu sagen wir übrigens gleich noch was, Demoniacal Child, zu potenziellen Prinz und sonst was. Wir gehen, wie gesagt, Slide für Slide. Wir waren gerade dabei, dass Daniel vielleicht im schlimmsten Fall oder vielleicht sogar in noch schlimmeren Fällen länger als 15 Stunden an solchen Seiten sitzt. Und deswegen habe ich euch auch einfach mal noch ein paar weitere Seiten, die sehr detailverliebt sind, in diese Präsentation gepackt. Und hier in der Mitte unten sehen wir auch die Hexe, die Daniel vorhin erwähnt hat, die gerade so der guten Rita diesen ominösen Kräuterladen der guten Rita zeigt und ihr, ja, nicht ganz, würde ich sagen, bis zum Bauchnabel geht sie ihr mit einer etwas kuriosen Frisur und so eine bucklige Alte, also schon sehr gruselig und aber auch da eine wundervolle Bildkomposition. Dann sehen wir hier links oben so eine, ja, dystopische Zukunftsvision, die einen auch wieder so ein bisschen an sowas Blade Runner-haftes oder vielleicht sogar an Tsutomu Nihei erinnern würde mit Blame und Co. Und rechts auch wieder
ein dystopisches Sammelsurium. Du hast vorhin Schrottstadt aus Battle Angel Alita erwähnt. Ja, Daniel, sind das auch so Zeiten, die du für diese Seiten und Panels anberaumen würdest? Oder war jetzt das mit dem Kleid schon ein besonders langer Entstehungsprozess? Ja, über die Zeiten mache ich mir eigentlich gar nicht so viel Gedanken beim Zeichnen. Wie ich schon gesagt habe, am PC nervt es mich. Beim traditionellen Zeichnen, da verfliegt die Zeit und da gucke ich irgendwie gar nicht drauf. Aber ich habe auch so ein bisschen nebenbei mal drauf geachtet. Ich glaube, die schnellste Manga-Seite in Juventure war in 7 Stunden gemacht. Und so, wenn jetzt, hier sieht man halt so ein großes Panel, wo halt nur Stadt drauf ist und Hintergrund. Das kann dann schon so an die 2-3 Tage, also Arbeitszeit, brauchen. Man darf halt nicht vergessen, ich arbeite jetzt nicht 24 Stunden rund um die Uhr, sondern halt quasi ja pro Tag ungefähr 8-9 Stunden und das halt dann komprimiert und intensiv. Und ja, die Skizze davon ist jetzt nicht so aufwendig, die habe ich meistens so in einer halben Stunde, Stunde festgelegt. Das sind aber auch weit nicht so viele Details drin, das entsteht halt wirklich erst, wenn ich dann mit der Tuschefeder da drauf loslege und ja, dann alles quasi ausarbeite. Gerade weil du die Stadtszene angesprochen hast, und das ist jetzt auch fast schon eine Frage, die mich persönlich interessiert, wie kam das denn, dass du bei solchen, oder wie entsteht das, dass du bei solchen detaillierten Stadtansichten, seien sie jetzt die rechts oder links, also dass du da, ja, also ich weiß gar nicht, skizzierst du das alles so detailreich vorher? Wahrscheinlich nicht, gehe ich mal schwer von aus. Wo fängt man denn bitte bei so einer detaillierten Seite an? Also das ist ja auch so in Ebenen aufgeteilt, Rohre verschwinden hinter anderen Gebäudeteilen und so. Wie läuft das bei dir? Ja, bei mir, also habe ich zuerst einmal so eine Stimmung im Kopf, die ich ausdrücken will. Und je nachdem, wie die Stimmung sein soll, richtet sich dann quasi auch so der Bildaufbau und quasi Licht und Schatten danach. So, das steht als Erste. Auch halt die Perspektive spielt da mit eine große Rolle. Und die Details, das ist so der letzte Schritt. Zum Beispiel ist jetzt halt hier die Stadtansicht die große. Das soll mehr wie so ein Wuselbild sein, wo du halt ein bisschen mehr Zeit drauf verbringen kannst, dir alles angucken kannst, ganz genau überall passiert ein bisschen was. Das hat jetzt eher so eine ruhige Atmosphäre, sagen wir trotzdem, obwohl es halt schon ein bisschen schrottig alles aussieht. Das andere, da merkt man schon ein bisschen düsterer und dunkler mit Schatten und allem. Und wenn man genau in den Hintergrund guckt, was da so alles im Schrott liegt, dann lässt sich schon ein bisschen erahnen, dass das halt eine ziemlich üble Gegend ist. Es gibt dann auch noch andere Bilder, wo ich dann mehr so auch diese Stimmung mit einfließen lasse. Wenn jetzt zum Beispiel irgendwie perspektivisch ein Gebäude so ganz schräg drauf drückt auf den Charakter, dann ist es mehr so ein bisschen die belastende Stimmung oder so, die man da irgendwie erzeugen kann. Können ja mal ein Slide weitergehen. Da sehen wir schon ein paar andere Ansichten noch aus Juventure. Unter anderem auch welche, die Charaktere enthalten. Noch mit unbefüllten Sprechblasen. Aber hier hast du ja auch schon eine andere Perspektive, nämlich, die deutlich bedrohlicher wirkt. Du siehst hier alles von unten, nämlich. Die Stadt quasi kommt schräg über dich in so einem Dutch Angle, kommt die heruntergekracht fast schon. Und das ist Wahnsinn, wie viel das sofort ausmacht. Also man fühlt sich sofort eingeengt und bedroht. Also einfach ein super gutes Händchen für Bildkomposition, würde ich sagen. Sorry, ich glaube, du wolltest was sagen, Daniel. Bitte fahr fort. Ja, also die Details, das ist halt so immer so eine Sache, so eine Gratwanderung. Ab wann ist zu viel, dass halt das alles so ein grauer Matsch wird? Und ab wann ist halt noch gut, dass man alles erkennen kann? Und es soll halt auch trotzdem ein bisschen stressen beim Gucken, wenn jetzt da so viele Details sind und so. Also das soll das schon vermitteln. Der einzige quasi Ankerpunkt ist diese starre Panelung. Also es ist quasi alles irgendwie in Kästchen, an dem kann man sich noch ein bisschen verschnaufen und eratmen von dem, was da passiert.
Weil würde ich das jetzt auch noch sprengen, diesen Rahmen, dann wäre es vielleicht zu viel. Also dann wird es zu sehr chaotisch werden. Und ja. Das ist total legitim. Aber ihr seht ja, dass Daniel, glaube ich, ein sehr gutes Händchen dafür hat, Dinge in Bildern zu erzählen. Und ich auf jeden Fall mich dafür verbürgen kann, dass das genau das richtige Level ist. Und du willst ja auch, dass so eine dystopische Cyberpunk-Stadt ein bisschen erdrückend wirkt. Genau das sagt dystopischer Cyberpunk ja beispielsweise aus. Und jetzt fragt ihr euch aber sicher, gerade weil du schon angesprochen hast, wie läuft das denn mit den super detaillierten Bildern? Ey, kann ich das überhaupt noch erkennen? Ich erkenne die jetzt schon kaum auf meinem Bildschirm. Und wenn das Buch dann tatsächlich erscheint, das ist ja dann bestimmt voll klein alles und ich erkenne das doch gar nicht. Und das wird doch bestimmt Daniels massiv gutem Artwork überhaupt nicht gerecht. Falsch. Das ist komplett falsch. Denn wir kommen jetzt dazu, wann und wie Jovantore erscheint. Und erstmal zum Release-Termin. Ja, tatsächlich, in 6 Monaten ist es schon soweit, denn ich glaube, man darf zumindest an dieser Stelle verraten, Daniel ist schon komplett fertig mit Jovantore. Der kann rein theoretisch die Füße hochlegen und sagen, Marco, mach verdammt noch mal deine Arbeit. Denn mittlerweile muss ich mich um die ganze Sache kümmern. Er muss hier mich um die Texte kümmern, um das Lettering, also dass die Sprechblasen befüllt werden und dass daraus dann irgendwann so ein schönes kleines ZIP-Archiv entsteht, das ich an die Druckerei weiterschieben kann und die dann ein wundervolles Buch daraus macht. Und ja, im September erscheint Jovantore ganz offiziell, aber der Vorverkauf beginnt bereits auf der Animagic einen Monat früher, im August 2023. Das heißt, wenn ihr da auf die Messe kommt, dann könnt ihr nicht nur Jovantore kaufen, ihr könnt sogar den guten Daniel treffen, euch euer Buch signieren lassen und vielleicht das ein oder andere extra abstauben. Und Jovantore selbst wird natürlich auch ein etwas besonderes Buch werden. Denn mal abgesehen davon, dass 336 Seiten eine ziemlich stabile Ansage sind, wird das Ganze in einem für uns völlig neuen Format erscheinen. Wir releasen das nämlich auf Diskette. Nein, Quatsch. Es wird sehr, sehr groß werden oder zumindest viel größer als unser normales Großformat. Ich habe die genauen Maße, habe ich leider gerade gar nicht im Kopf, aber falls ihr mal von einem Verlag, den Micha vorher nicht nennen wollte, Akira gelesen habt, ich glaube, es ist minimal, es ist 1, 2 Zentimeter kleiner in der Höhe, glaube ich. Aber es ist so das ungefähre Format, also es ist sehr groß, damit man wirklich Daniels herausragende Zeichnungen in aller Ruhe und in aller Detailhaftigkeit bestaunen kann. Und auch das, da das ja gerne mal immer gefragt wird, sei erwähnend hinzugefügt. Es ist eine herausragend gute Papierqualität. Also es ist wirklich, wir haben extra ein tolles Papier, also mit tollen Schwarz-Weiß-Kontrasten, dickes Papier, damit Schwarz-Weiß nicht irgendwie durchscheint auf die nächste Seite und so. Also wir haben extra geguckt, dass das ein richtig geiles Papier auch wird. Und das ist auch ein dickes Papier, das heißt, es wird ein richtig schöner Klopper. 336 Seiten im Großformat. Im Megagroßformat. Ein Softcover wird es werden, aber ein schönes, veredeltes Softcover. Also ein sehr wertiges Buch. Und das Ganze, das kann man glaube ich auch schon sagen, werdet ihr käuflich erwerben können für 20 €. Das steht jetzt zwar nicht, aber das sage ich. Zumindest werden jetzt nicht, also wenn nicht jetzt im nächsten Monat die Papierpreise verdoppelt werden oder so, dann wird das so viel kosten. Und ja, hab ich irgendwas zum Release vergessen, Micha? Weiß. Nee, oder? Ich hab doch alles ganz gut zusammengefasst, Ja, oder? ich glaube auch, du hast alles ganz gut gesagt. Ich habe vorhin fiel mir noch auf, im Chat fragte jemand, ob die Originalzeichnungen auch A4 sind. Vielleicht kann man das noch kurz beantworten, aber ich glaube, zum Release ist da eigentlich alles angefügt. Daniel, sind deine Originalzeichnungen A4? Ja, so echt. Zeichne tatsächlich alles auf A4 und größer, da würden einfach nur mehr Details rein und das wird halt komplett den Rahmen sprengen. Also ich muss auf A4 bleiben, aus Selbstschutz. Ja, und wie halt schon gesagt, also es war von meiner Seite auch immer aus so ein bisschen extra halt dafür geplant und darauf ausgelegt, die ganzen Zeichnungen, dass halt wirklich so ein großes Format wird, weil halt ja auch meine Vorbilder, also gerade Akira, daran habe ich mich halt immer quasi messen wollen und das als Motivation geholt,
Und das hat mich auch quasi so lange dran gehalten, dass ich gesagt habe, ja, okay, so in die Richtung muss es gehen. Und ich bin super happy, dass es halt tatsächlich auch so jetzt rauskommt, weil das war halt auch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, Marco, du hast wahrscheinlich super Überredungskünste anwenden müssen an mich, ja, dass das halt auch jetzt so rauskommt, weil das halt schon ein bisschen für Egmont auch super special, muss man schon sagen. Ja, Ja, das das. stimmt schon auf jeden Fall. Wir haben auch in den letzten Jahren auch immer, jetzt, wir haben ja nicht so viel Eigenproduktion gemacht, das ist jetzt was Besonderes, aber auch trotzdem immer ein bisschen probiert, natürlich dem Projekt eine angemessene Form zu finden. Und das ist das jetzt eigentlich ins Extrem genommen. Also ja, ist für uns was Besonderes, aber eben das passt halt auch einfach dazu und das brauchen diese Zeichnungen. Also das klang ja vorhin auch schon an, das war für uns auch relativ früh klar, dass wir das nicht 10x15 irgendwie machen können, sondern das braucht halt Platz. Das muss irgendwie zu sehen sein, damit man das auch so genießen kann, wie es irgendwie angelegt war, ursprünglich mal von dir. Da gerade auch schon extrem viele Fragen hereinprasseln im Chat, würde ich einfach kurz übergehen zum Q&A, dem Abschluss unseres heutigen Streams. Ihr habt jetzt die Gelegenheit, noch ein paar Fragen in den Chat zu hauen, falls euch welche auf der Seele brennen sollten. Ich gucke hier schon mal, was gefragt wurde. Mehrfach gefragt wurde auf jeden Fall, ist das ein Einzelband? Ja, das ist ein in sich geschlossener Einzelband. Juvantore, keine Bandnummer, einfach nur Juvantore. Ich spoile aber auch so viel. Daniel hat da ein Universum geschaffen, das auf jeden Fall Raum für mehr lässt. Also ihr müsst euch nicht über einen Cliffhanger ärgern oder so, wenn ihr das Ding kauft. Aber wenn jetzt super viele von euch darauf Bock haben und sagen, ey, das ist so geil, wir haben Egmont Manga komplett leer gekauft, es gibt noch nicht mal mehr Papier auf der Welt, so viel Juvantore haben wir gekauft. Dann kann das natürlich schon sein, dass wir sagen, ja Daniel, du hast da doch dieses geile Universum, willst du nicht mehr zu veröffentlichen bei uns? Das wäre doch voll geil. So, und deswegen, ich als großer Juvantore-Fan und als großer Daniel-Fan würde deswegen auch einfach sagen, es wäre kompletter Wahnsinn, Juvantore nicht zu kaufen. Und ich denke, ihr beiden würdet mir da zustimmen, oder? Ja, wie gesagt, am besten zwei Versionen. Einen, wo ihr wirklich die Bilder rausschneidet und so also eine komplette Wand tapeziert. Weil dafür ist halt wirklich auch gedacht. Es ist halt teils ja wie ein Artbook, aber auch gleichzeitig ein Manga und alles in einem und ziemlich kompromissloses Werk in jederlei Hinsicht. Also ja. Dann hat Aki Bungie gefragt, wird Daniel bei der LBM sein? Daniel wird bei der LBM sein. Daniel wird auch mit uns auf dem schwarzen Sofa sitzen und da werden wir auch über Juvantore sprechen. Des Weiteren wird er auch bei uns am Stand sein und euch mit krassen Kunststücken versorgen. Er hat jetzt extra jonglieren gelernt. Und nein, Quatsch, natürlich nicht. Aber er ist trotzdem auf der LBM und auch bei uns am Stand. Und genau, also kommt auch gerne rum bei uns. Juvantore haben wir natürlich noch nicht dabei. Wie gesagt, September 2023. Aber den Daniel haben wir dabei. Und auch, ja, genau, es ist ein Softcover. Ein Softcover. Aber wie gesagt, wir möchten das einerseits, also gerade auch, weil Daniel hat es ja schon erwähnt, er findet so diese Akira-Bände zum Beispiel, fand er sehr cool. Und ich mag die auch total gerne. Ich mag dieses Format und ich mag, dass es trotz eines so großen Formates Softcover ist. Weil sonst hast du auch direkt so das Gefühl, ich habe hier ein Coffee-Table-Book oder so. Ich finde, das ist eine gute Kombination und ich finde auch, das kann man trotzdem schön wertig machen. Also es muss nicht immer Hardcover sein, damit ein Buch sich hochwertig anfühlt. Und ich glaube, da werden wir auf jeden Fall ein paar coole Wege finden, Juvantore zu einem wirklichen Schmuckstück in eurem Regal zu machen. Micha, wolltest du da gerade ansetzen oder habe ich zu weit vorgegriffen? Ach so, nee, das Okay. hast du. Ich habe mich nur an der Nase kurz kratzen müssen. Auch sorry, wenn ich jetzt zwischendurch immer mal huste. Ich hab mir mal wieder Corona eingefangen. Deswegen bin ich so ein bisschen hier Oh Mann, ey. nebenbei husten, aber. Und trotzdem sitzt du hier im Stream. Ich hoffe, die Ja, Leute, ich hoffe, draußen die sitze ich im Leute in Stream. den beiden Chats wissen das zu schätzen. Ja, genau, wisst zu schätzen. Aber ja, ist halt auch.
ich meine, das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, aber es ist halt wirklich was ganz Besonderes, was wir hier, glaube ich, rausbringen zusammen. Und weil du es vorhin auch gefragt hast, ich freue mich natürlich auch schon mega auf mein Exemplar, was dann hier einen Ehrenplatz kriegen wird in meinem Regal. Ja, ich hoffe, das überträgt sich auch das, was wir jetzt so sehen. Das muss ja auch nicht immer so sein, das, was Daniel irgendwie in seiner Geschichte sieht und was wir darin gesehen haben, dann auch auf die Leute, die dem Chat zugehört haben und das dann nachher in der Hand haben irgendwann. Total. Also wir haben ja auch schon oft über die Geschichte gesprochen, Daniel und ich. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich auch stellenweise andere Dinge in die Geschichte hineingelesen habe. Und aber jetzt nicht so, dass man sie komplett missverstanden hätte, sondern einfach, weil es Interpretationsspielraum gibt hier und da. Und das finde ich auch so cool. Also, dass man einfach so vielleicht jeder liest so auch ein bisschen seine persönliche Form von Juvantore. Nee, und es wird ganz normal schwarz-weiß auch sein. Ein schwarz-weißer Manga, auch tatsächlich ohne Farbseiten. Daniel hat sich komplett schwarz-weiß verschrieben. Und Micha wird hier gute Besserung gewünscht. Vorhin wurde außerdem noch gefragt, wie das denn so ist mit Prinz von Daniel, also wenn der so geile Sachen macht. Ich erinnere mich an die Frage noch. Und ob das denn geplant ist, dass wir da auch irgendwelche hochwertigen Prints zu veröffentlichen. Ich glaube, man kann zumindest an dieser Stelle auch schon sagen, dass wir planen zu Juvantore selbst, also zu dem Band, wenn man den kauft, ein extra beilegen werden, ein hochwertiges. Und aber auch darüber hinaus andere, noch weitere Prints geplant haben, die wir unter die Leute bringen möchten. Und zwar in etwas hochwertigerer Form. Nicht unbedingt dieses, ja, ich habe hier so ein Ausklappposter mit 1000 Knicken drin, sondern das soll schon wirklich, das soll sich auch gut und stabil anfühlen. Und das soll man vielleicht auch einfach sagen können, so, ey, das ist so schön. Ich hole mir jetzt auch irgendwo, keine Ahnung, bei IKEA um die Ecke einen Rahmen und hänge mir meinen eigenen Daniel Eichinger an die Wand. Genau, aber dazu werden wir natürlich in nicht allzu entfernter Zukunft nochmal Dinge klären und euch dann auch rechtzeitig mitteilen, damit ihr jederzeit Bescheid wisst. Keine Sorge. Wenn jetzt sonst niemand im Chat, ihr habt jetzt noch, wenn ich gerade hier zur Verabschiedung ansetze, ihr hättet noch Zeit für so eine Frage. Ihr könnt die schnell noch reintippen. Ansonsten setze ich jetzt an. Wir sind ja auch fast seit, ja, 1,75 Stunden sind wir dabei. Würde ich langsam beginnen, die Verabschiedung einzuleiten. Der T-5, 4. Nee, ich glaube, wir haben ja auch alles so detailreich beleuchtet, dass die Leute, glaube ich, jetzt primär einfach Bock haben, sich dieses Ding anzugucken. Das hoffe ich zumindest. Ich hoffe, dieser Stream hat euch gefallen. Oh, das ist eine schöne Frage tatsächlich. Die würde ich noch mit reinnehmen und meine Verabschiedung unterbrechen. Wie lange hast du denn insgesamt an Juvantore gesessen, Daniel? Von quasi dem Startschuss bis jetzt? Ja, also ich habe angefangen 2020, so im Frühling, glaube ich, ungefähr müsste es gewesen sein. Und mich dann so langsam gesteigert, weil, wie schon gesagt, ich musste mich da erst ein bisschen reinfinden. Ich glaube, im ersten Jahr, so grob geschätzt, hatte ich 70 Seiten. Klingt jetzt relativ wenig. Und das wird halt so langsam hochgeschraubt. Und ja, bis, ich glaube, im Herbst, letzten Jahres war ich dann durch mit allem. Okay, also eigentlich, ich finde, für das, was man da hat, ist es doch relativ kurz. Also ich bin erstaunt, dass du es so krass auch durchgezogen hast. Ja, also im Prinzip sind es ja quasi fast zwei Manga-Bände, muss man eigentlich so sehen. Und ja, also man kriegt ordentlich was. Also ich finde auch, ey, 336 Seiten in einem richtig großen Format, auf hochwertigem, geilen Papier, mit einem Extra für ein Zwanni. Come on, da kann man sich nicht wirklich beschweren. Drei Bände in einem und quasi 336 Bilder, die man sich an die Wand hängen kann. Stimmt, also wenn ihr, genau, wie, wenn ihr es wie Daniel macht und jeweils zwei kauft, einmal zum Zerschneiden, dann habt ihr zum Preis von 20 € 336 Poster. Das müsst ihr euch mal geben. Ist auch gar nicht schlecht. Und als allerletzte Frage, denn auf die sind wir echt noch gar nicht eingegangen und ich meine, sie schon mal früher im Stream gelesen zu haben. Was hat es denn mit dem Namen Juvantura auf sich, Daniel? Kannst du da irgendwas Ominöses zu sagen oder wieso heißt das Ding so? Ja, wahrscheinlich hat der oder diejenige das schon versucht zu googeln. Und Google spuckt da nichts aus. Das ist halt
von mir kreiertes Fantasiewort, wie ich schon so anfangs ein bisschen erwähnt habe, suche ich diese Titel oder diese markanten Wörter halt, die mir gefallen, so nach der Klangfarbe aus und reihe einfach so wild Buchstaben aneinander, bis es passt. Und meistens verbirgt sich auch so ein kleines Wort noch da drin. Aber was man zu Jovantore sagen kann, ja, soll halt klingen wie so ein alter, düsterer Ort. Und das, ja, ich glaube, Jovantore beschreibt das Ganze am besten so. Ich war lange am Titel suchen, aber ja, das trifft es eigentlich. Und natürlich steckt auch wieder ein bisschen mehr dahinter, ein kleines Geheimnis. Und das wird sich aber dann im Laufe, wann auch immer, lüften. Das war sehr gut geteasert. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir hoffen auf jeden Fall, wir konnten jetzt auch die verbleibenden beiden Fragen noch zufriedenstellend beantworten. Und dann bedanken wir uns bei euch für vor allem auch die Begeisterung, die sämtliche Chat-Teilnehmer und Teilnehmerinnen gezeigt haben. Ah, ihr kriegt auch von mir ein Herz. Also es war, nee, warte, junge Leute machen das jetzt so. Genau, also es war ein hervorragender Stream. Es ist wundervoll gewesen mit euch beiden auch, Daniel und Micha. Vielen Dank, dass ihr so lange ausgehalten habt und euch bis 8:30 abends Zeit genommen. Vor allem du, Micha, mit Corona, ab ins Bett mit dir. Und vielen Dank, war ein schöner Daniel mit zwei Fanboys-Stream. Ja, das habt ihr gut zusammengefasst. Ja, eigentlich hätte Daniel moderieren sollen. So, ja, warum findet ihr meine Sachen geil? Sag du mal. Genau, also vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr reingeschaut habt. Wir hoffen, ihr freut euch auf Jovantore. Wir freuen uns auf jeden Fall mega drauf. Wir sind mega gespannt. Wir freuen uns mega drauf, dieses Ding dann wirklich ja schon sehr zeitnah in den Händen zu halten. Und hoffen, dass euch das allen so gefällt, wie es uns gefällt. Habt einen schönen Montag, kommt gut in die Woche und bis bald. Ciao. Ciao.